Damen, Freunde, willkommen auf dem Drittkanal. Wir haben einmal ein Video gemacht, wo wir uns eure Beichten angeguckt haben und das ist gut angekommen. Und heute hören wir uns eure Beichten von Person zu Person an. Also ihr sagt mir eure Beichten. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin jetzt seit 5 Tagen live auf Twitch, durchgehend, nicht freiwillig. Und hoffentlich, wenn ihr dieses Video seht, ist dieser Stream vorbei. Hoffentlich! Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Dann fangen wir an mit dem ersten. Hallo, Hamid. Hallo, Krypton. Bruder, was geht? Ich soll eine Frage an dich stellen. Ja, bei dir? Ja, erstmal musst du eine Beichte sagen und dann Frage. Also ich, männlich 14, Beichte. Warte, Bruder, bisschen langsamer. Okay, wie alt bist du? 14. Okay, ja, was ist deine Beichte? Bruder, ich war mit einer 11-Jährigen zusammen. Ja. Okay. Ja, Bruder, ist ein bisschen hart. Ich sag so. Bisschen hart, also. Das Ding ist, okay, wenn du 20 bist und sie ist 17. Aber okay, wenn sie 21 bist und sie ist 18, ist okay, aber 14, 11. War sie wenigstens kurz davor, 12 zu werden oder nicht? Ja, doch, die war kurz davor, 12 zu werden. Ja, okay, dann. Ja, okay, also, ja. Ich hätte auch gewartet, bis sie 12 ist, aber ja, ist okay. Okay. Und eine Frage an dich, ne? Und du darfst eine Frage stellen, egal was ich beantworte. Also so, denkweise nach, ne? Denkweise nach, weil du mir quasi sowas gesagt hast, darfst du jetzt was von mir wissen. Boah, warte, ich muss kurz nachdenken. Ja, yeah, mach. Ich darf alles fragen, ne? Ja, yeah, darfst alles fragen. Oder kannst du mich entbannen auf Twitch, bitte? Nein. Egal. Kann ich jemanden grüßen? Ja, kannst du. Ich grüße Maxi. Hey Maxi, viele Grüße. Ja, wollen wir jetzt Spaß denn? Also, ja, okay, dann mach's gut. Mach's gut. Also, gehst du raus, oder? Ja, ich... Okay, ist rausgegangen. War schlechte Frage, Chat. Schlechte Frage. Er soll einen Entbannungsantrag machen, dann wird er vielleicht entbannt. Hallo? Hallo? Ah, warte mal ganz kurz, Emil, bevor du redest. Jena, Hamza, hör weiterhin, ne, die Leute vorher durch. Okay, Emin, ja? Ah, oh, Bruder, ich hab deinen Namen gesagt, das tut mir jetzt leid. Alles gut. Jetzt habe ich geleakt. Okay, ich werde versuchen, mir das in Zukunft für mich zu behalten. Hallo, ja, okay. Ja, yeah. Erzähl, warte, willst du, dass das aus dem Video rausgeschnitten wird? Nein, alles gut. Okay. Ja, dann erzähl, was ist deine Beichte? Also meine Beichte ist, in der Grundschule, 4. Klasse, ich habe meinem Lehrer gesagt, so, ich muss auf Toilette, ich bin ganz normal auf Toilette gegangen. Ja. Und ich musste richtig trinken, ne? Ja. Ich gehe nach Hause, ich gehe zur Toilette, ich renne richtig, ne? Lehrer kommt zu mir. Okay. Er sagt, bleib mal kurz stehen. Ich sag so, was ist los? Und ich habe mir dann direkt in die Hose geschissen, so richtig laut. Also ich hab dabei gefurzt. Bruder, Lehrer hat gehört, er fragt mich so, ist alles gut? Ich sag so, ja, okay, egal. Dann ich bin schnell auf Toilette gegangen. Dann ich bin so zur Schulleitung gegangen. Die Geschichte geht noch weiter? Ja, ich bin zur Schulleitung gegangen und ich hab gesagt, ich hab Kopfschmerzen, darf ich mich abholen lassen. Dann, ich hab mich so abholen lassen. Warte, war währenddessen deine Hose vollgeschissen? Ja, war sie. Dann, ich bin gegangen und die Lehrerin war hinter mir und sie hat es einfach gesehen, so dass in meine Hose vollgeschissen war. Aber wie hat sie das denn gesehen? Ja, ich hatte eine blaue Hose an, eine hellblaue Hose. So, okay. Ja, ey, geile Geschichte, Digga. Und jetzt eine Frage, ne? Jetzt darfst du eine Frage stellen, ne? Meine Frage ist, so, was war außer dem WM-Finale so dein schönster Moment in deinem Leben? Boah, als ich geboren bin. Okay, und eine Frage noch. Kommst du mal nach Detmold? Ich bin voll oft in Detmold. Meine Oma wohnt da. Ehrlich? Ja. Yeah. Kennst du Juan? Juan Osman? Ja. Das ist mein Kollege. Das ist mein Cousin. Ich weiß. Spaß, das ist nicht mein Cousin. Ich hab noch nie was von ihm gehört. Ach, ich schwöre, du hast ein Grußvideo für ihn gemacht. Ja, aber es ist nicht mein Cousin, Digga, wenn ich ein Grußvideo für ihn gemacht habe, für sein Herz. Du hast auf Video gesagt, wir sind verwandt. Ja, ich kenne ihn aber, dann habe ich das gesagt, weil ich gezwungen wurde, das muss ich oft sagen. Ich weiß, er hat gesagt wegen deinem Onkel, er hat dir das gesagt, du musst es machen. Achso, ja, ich kenne auf jeden Fall keinen John. Ja, okay. Okay, Heide, grüß ihn aber von mir. Ja, mach ich so. Heide, ciao. Digga, der Klassiker-Chat. Ich meinte, ich bin verwandt mit ihm, Spaß, er meinte, doch, bist du.
Der Klassiker. Jungs, wenn ihr Fragen habt, denkt euch vernünftige, also so clevere Fragen aus. Dieses, was war dein schönster Moment oder was war dein peinlichster Moment, Bruder? Bist du ein Tiger, weil du siehst wild aus? Nein. Ich denke, ich sehe aus wie ein. Ich will gar nicht wissen, Digga. Ich sag dir ehrlich, ich will gar nicht wissen. Hallo, Warte hörst du mich? mal. Ja, ich höre dich. Was geht? Ja, alles gut. Ja, was ist deine Beichte? Also meine Beichte ist, also ich finde es ganz normal, wenn ich mit Handy kacken gehe, ich brauche fast eine Stunde. Eine Stunde. Ja. Eine ganze Stunde. Ja. Was machst du, wenn du kacken gehst? Boah, ich gucke die ganze Zeit TikTok. TikTok die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ich Und finde das wohl schlafen deine normal. Beine nicht ein? Doch, immer. Jedes Mal. Ja, das ist auf jeden Fall nicht normal, Digga, eine Stunde. So 20 Minuten oder so ist okay, aber eine Stunde ist zu viel, Digga. Ja, okay. Und ich kann jetzt noch eine riskante Frage stellen, oder was? Ja, kannst du. Bruder. Keine Ahnung, Digga. Bist du Polizei bekannt? Ob ich was bin? Polizei bekannt. Was heißt das? Ja, keine Ahnung, dass ich. Dass du Polizei bekannt halt bist. Keine Ahnung, dass ich Bullen schon mal hops genommen haben oder so. Dass du irgendwas Illegales gemacht hast und das. Ich wurde schon mal angezeigt, aber die Anzeige wurde zurückgezogen. Weil ich Fahrerflucht gemacht habe, aber habe ich nicht. Deswegen wurde die Okay. zurückgezogen. Das war gelogen einfach, so eine Lüganzeige. Und dann wurde ich jetzt vor kurzem angezeigt, weil irgendwer im Video war, der nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so, aber da ist auch nichts mehr gekommen an Informationen. Also eigentlich nicht. Ja, okay, ich habe noch eine normale Frage, okay? Nein, du darfst noch eine. Komm schon. Nein, du darfst noch eine. Eine Frage, Digga. Sonst musst du mir eine, Mann. ja, eine Frage noch. Sonst, sonst was? Nein, Was kann ich nein, noch nein, machen? nein, nein, weg, 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 weg. Nein, 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 nein. Achso, okay. Er ist weg. Nur eine Frage. Weil ihr gebt mir eine Beichte und dann dürft ihr von mir auch quasi etwas entbeichten. Versteht ihr? Nur eine. Deswegen auch clever nachdenken, sonst kommt jeder mit noch eine, bitte. Hallo? Hallo? Kennst du mich noch? Du hast ein Bild mit mir als Profilbild. Soll ich dich zeigen und streamen oder nicht? Mir egal, kannst du machen. Okay. Ja, was ist deine Beichte? Also meine Beichte ist, ich hab mal Warte mal, von woher kennen wir uns? Hundekorb, Instagram und so. Ach, Alter. Wie ist dein. Schreib mal was in Twitch-Chat. Okay, warte. Digga, was ist das für ein Bild? Gamescom. Lol, Bro. Hab. Zwei Hundekopf Beichten wohl. in 2 Fragen. Nee. Ah, ja. Okay, ich kenne dich, ja. Du bist schon im sechsten Sub sogar. Okay, was ist deine Beichte? Ich habe in der Grundschule jede Pause in die Mülltonne gepinkelt. Keine Ahnung, warum, frag mich nicht. Du hast in Keine die Ahnung. Mülltonne Frag mich gepinkelt. warum. Ja, frag mich nicht warum. Aber was war das? War in der Klasse die Mülltonne. Nicht in der Toilette, auf der Toilette, nicht in der Klasse. In Also du der bist in die Toilette. Toilette gegangen und dann dachtest du dir so, okay, ich pisse in die Mülltonne. Ja. Und dann das jede Pause. Nicht jede Pause, vielleicht zweimal oder sowas. Dann wollte ich beim zweiten Mal erwischt. Aber so aus Spaß oder da hast du, hä? Ja, keine Ahnung, mein Kopf war irgendwie kaputt oder so. Ja, okay, ja. Hört sich auch irgendwie so an. Okay, und was ist deine Frage? Ob du schon mal, wo du in der bei deiner Schulzeit dich schon mal eingekackt hast oder so. Eingekackt? Ja. Boah, ich glaub halt so, dieses, wenn man furzt und so ein bisschen kommt raus, so das bestimmt mal. Also gekackt, so in die Hose, nicht. Ich hab mal im Kindergarten gab es so ein Übernachtungsding. Also so bei uns im Kindergarten immer so, bevor man aus dem Kindergarten geht, hat man mit so einer Gruppe so eine Übernachtung im Kindergarten. Und dann war ich da und dann habe ich da in die Hosen gemacht. Ja, dann bin ich so nachts aufgestanden, voll gepissten Hosen und die anderen waren so am Schlafen und bin so einen Flur hin und her gegangen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Dann habe ich angefangen zu weinen und so und dann ist die Erzieherin irgendwann gekommen und hat dann, weiß gar nicht mehr, was sie gemacht hat, ja. Okay. Glaub, Hose gewechselt oder so und dann meine Mutter angerufen, ja. Okay, ja. Also ich habe mir noch nie in die Hosen gekackt in der Schule, glaube ich. Weiß gar nicht, ob ich mich schon mal generell in die Hosen gekackt habe. Ja, so ein bisschen so vielleicht, ja. Stabil. Ja, Mann. Ja. Wo denn? Ja. Okay. Ciao. Hallo. Geil. Geil. Es war eine gute Frage. Es gab so ein.
So eine direkte Antwort. Oder was hast du ein Profilbild? Ja, okay, hi. Grüß Gott, Hamid, wie geht's dir, mein Lieber? Wie geht's dir? Okay, und zwar, wie geht's dir erstmal? Also gut, hab ich ja schon. Ja, mir geht's gut. Alhamdulillah. Und gut. Dir? Freut mich, mir geht's auch wunderbar. Dankeschön. Was ist deine Beichte? Und zwar meine Beichte ist, dass mir meine Lehrerin, wo ich alleine noch in der Klasse war, mit der ihre Titten gezeigt hat. Nein. Doch. Ernsthaft jetzt? Ja. Aber wie ist das? Aber es war vor 1,5 Jahren jetzt, und aber die ist nicht mehr auf der Schule. Aber wie ist das dazu gekommen? Also ihr wart allein in der Klasse und dann? So, es sind alle Pause runtergegangen, die meinte zu mir, ich soll nur oben bleiben. Ja. Weil ich anscheinend nicht genug mitgearbeitet habe, um nachzuarbeiten. Ja. Und ich weiß selbst, da hat die mich halt so angemeckert, so ein bisschen halt. Ja. Und aus dem Nichts, so, aber so nicht auf unauffällig, die hat so eine Bluse angehabt, weißt du? Okay. Aber das war so durchsichtig. Und die hat es auch, also auch so gezeigt, so. Ja, ich weiß, das war wie die Geschichte. Wie? Sie hatte eine Bluse an und dann hat sie ausgepackt, oder was? Ja. Aber so auf, wie soll ich sagen, unauffällig so. Aber man hat es gemerkt. Ah, sie hat so. Wie kann man denn unauffällig seine Dinger rauspacken? Das weiß ich selbst nicht, wie er es gemacht hat, aber das ist mir dann aufgefallen. So. Ich gucke ja nicht in den Augenkontakt ganz halt drunter, so weißt du. Ist ja ein bisschen weird so gewesen. Ah, sie hat so ein bisschen so quasi damit gespielt, aber nicht so Ding aufgeploppt und dann so die Dinger rausgegangen. Nein, nicht so extrem. Aber es war schon so halb, ja, halb so. Okay. Ja, verrückt, Digga. Und die wurde sie auch deswegen rausgeschmissen von der Schule? Ich hab das jetzt nicht verpetzt oder so, aber die wurde irgendwie wegen, ich weiß nicht, war interne Gründe rausgeschmissen. Ey, wer weiß, was sie gemacht hat. Ja, du hast es ja spätestens jetzt verpetzt, ne? Ja, jetzt halt, dass sie weiß, ja. Ja. Wusste halt noch keiner. Okay, ich hab eine Frage. Ja. Und zwar, wie lange streamst du schon? Wie lange ich streame? Ja. In Stunden? Das ist Stunden, weiß ich nicht. Das ist Tag 5 auf jeden Fall. Tag 5? Ja. Wild. Schaffst du weiter. Danke. Aber Ende nicht so wie Let's Hugo, ne? Nee, hoffentlich nicht. Okay. Ich grüße Leonid, ne? Ja. Hey, Digga, ich schmeiße raus. Okay. Das war eine coole Geschichte, aber eigentlich keine Beichte. Warum? Was ist eine Beichte? Beichte ist, wenn man etwas verrät, was man selber, wisst ihr, das ist eigentlich etwas, was die Lehrerin beichten müsste. Man kann nicht für wen anders was beichten. Checkt ihr, was ich meine? Beichten kann man nur für sich selber machen. So, ich beichte, dass ich das und das gemacht habe. Oh? Hallo? Was geht? Soll ich einfach sagen, beichte jetzt? Wie alt bist du? Also, wenn du es nicht sagen willst, musst du es nicht sagen, aber wie alt bist du? 13. Ja, hast noch keinen Stimmbruch, ne? Nein. Bist du traurig deswegen? Bisschen, ja, aber ich bin unnormal nervös gerade. Okay, ja, dann sag deine Beichte einfach. Du brauchst nicht nervös sein. Ja, also meine Beichte ist, ich hatte übelst Angst, mal rauszugehen. Aus meinem Zimmer so nachts. Wie? Hab dann so einfach in die Flasche gepinkelt. Du bist nicht aus deinem Zimmer gegangen, weil du Angst hattest und hast dann einfach eine Flasche gepinkelt? Ja. Digga, ich glaube, ich hab das auch schon mal gemacht. Dann soll ich noch eine sagen, ist gerade eine eingefallen. Ja. Also mir ist mal so eine Fernbedienung ins Wasser reingefallen. Dann ist die kaputt gegangen und ich habe es einfach niemandem gesagt und wir mussten neue kaufen. Bei dir ist eine Fernbedienung ins Wasser gefallen, du hast keinem gesagt und ihr musstet eine neue kaufen. Ja, genau. Und das ist eine Kackbeichte. Ja, genau. Ihr habt ja mitbekommen, man wusste ja, dass du die kaputt gemacht hast, Digga, wenn da eine kaputte Fernbedienung ist. Ja, aber ich habe einfach nicht gesagt, dass ich das war. Ja, das ist keine Beichte, das ist eine Kackbeichte. Ja, okay. Soll ich jetzt meine Frage sagen? Nee, warte kurz. Ich habe auch noch eine Beichte jetzt. Mit Fernbedienung. Ich habe mal mich mit meinem Bruder gestritten, mit Gian, und dann haben wir uns gestreichelt und dann habe ich die Fernbedienung nach ihm geschmissen, aber nicht getroffen, und dann ist sie kaputt gegangen und dann war ich, boah, habe ich richtig Angst bekommen, dass ich Ärger bekomme von Papa und so, und dann habe ich mich einfach in mein Zimmer gestellt und habe einfach so getan, als ob ich so eine Schockstarre hätte, habe ich einfach so hingestellt und habe so gemacht, einfach so geradeaus geguckt und so. Dann ist irgendwann mein Vater gekommen und der hat nicht funktioniert auf jeden Fall. Der Trick mit der Schockstarre. Ja. Ja, soll ich meine Frage sagen? Ja, stell deine Frage. Ich wollte fragen, ob du irgendwann mal Kinder haben wolltest. Nee. Ja, okay. Okay. Ciao. Ciao. Ey, was ist das für eine Frage, Bro? Natürlich!
Drei Kinder, am besten zwei Jungs und ein Junge noch. Und ja, einen nenne ich auf jeden Fall Rojo, einen von meinen Söhnen. Das habe ich so, oder beziehungsweise nicht auf jeden Fall, aber so den Namen finde ich schön. Und mein kleiner Bruder heißt so mit Spitznamen, deswegen ich finde den Namen schön. Ja, hallo? Hallo? Hi. Also ich sag einfach meine Beichte. Also ich bin männlich 13. Warte, ja, okay. Und wir hatten mal so Testung, falls so, Was wie hattet heißt ihr? es? Wir hatten mal so einen Test, wenn so Ja. Feuer auslöst. Und dann habe ich Ja. einfach diesen Feueralarm angemacht und dass wir keine Schule mehr haben. Hä? Ja. Das macht keinen Sinn. Ich weiß. Wenn man den Feueralarm auslöst, dann geht Schule weiter, wenn nichts ist. Ja, nein, ich habe so Feueralarm ausgelöst. Also erstmal sind die alle raus so auf Pausenhof gegangen Ja. und dann kam so Feuerwehr. Und dann wurde so gesagt, so Fehlalarm und so. Und dann? Und dann ging Schule aus. Weil wir hatten schon so vierte Stunde oder so. Okay. Hast du Ärger bekommen? Ja. Gut. Also Wie denn, wenn ich du habe, das also nicht gesagt hast? Dingens, ich habe so, also ich habe so, ich hab's, ich wurde so ein Verdacht so. Ich habe einfach auf meinen Freund geschoben. Er musste zahlen. Hä, warum sollte er zahlen, wenn er es nicht war? Weil die Feuerwehr so sich Mühe machen musste, so Ja, aber warum, warum? Feuerwehrwagen. Ja, aber warum sollte er zahlen, wenn er es nicht war? Warum sollte er sagen, ja, okay, ich zahle das jetzt? Ja, weil, keine Ahnung, Digga. Er musste. So. Kann nicht sein, wenn er es nicht war, warum soll er es einfach machen? Junge, er hat einfach so, also er musste so zum Direktor Ja? und dann musste er zahlen. Das ist eine Lüge. Okay. Ja, hast gelogen. Er hat dich erwischt. Nein! Erwischt. Lügengeschichte. Lügengeschichte. Soll ich noch eine andere erzählen? Ist sie auch gelogen? Nein. Aber war die jetzt gerade gelogen? Nein, auf Ernst nicht. Sag, ich schwöre auf meine Eltern. Nein, Ich sag das schwör auf nicht. meine. Nein, nein! Okay, sorry, sorry, sorry. Die war Ja. gelogen. Du weißt ganz genau, dass sie gelogen war. Oh mein Gott. War gelogen, sei ehrlich. Man sieht eh Nein, nicht. wirklich Man nicht. weiß auch nicht, wer du bist. Man sieht Auf nur, man Ernst hört nur deine nicht. Stimme. Auf Sei Ernst nicht. ehrlicher. War gelogen. Nein, auf Warte. Ernst nicht. Warte, ich mute dich mal für Stream. Okay. Du war gelogen, sei ehrlich. Ich habe mich Ich auch kurz gemutet. schwör, Ich habe mich auch ich kurz schwör, gemutet. ich Sei schwör, ehrlich. ich Digga, das war schwör. safe gelogen, Bruder. Das können wir nicht bringen on stream. Kannst du dich einmal lügen erzählen? Warte, ich Ich mach höre kurz doch weg. im Warte. Warte, sag mal kurz. Halt's Mund. Stream, Digga. Okay. Ist Aufs eine Lüge. Schwören. Er hat's gesagt, Leute. Junge. Er hat gesagt, dass es eine Lüge ist. Junge. Okay, erzähl die andere Beichte. Also die Also andere Lüge. ich hatte so einen Magen-Darm-Infekt. Ja? Ich habe einfach, Ach so, ich das war schwör, schon die also Beichte. nein, und zwar ich habe in mein Bett geschissen. Mein Bett war braun danach. Ja, okay. Bruder, das war die weirdesten zwei Beichten, die ich in meinem Leben gehört habe. Weird ass Beichte, Bro. Geil. Alter, das ist nice an Ramadan, sowas zu hören, weil dann, ne? Kein Hunger mehr auf jeden Fall. Okay, also Bruder, Hunger ist komplett weggegangen. Hallo? Hallo? Ja, warte ganz kurz. Der, das war safe gelogen. Ich habe die ganze Zeit versucht, ihn dazu zu bringen, zu sagen, dass das gelogen war. Weil ich dachte, wenn ich mute bin, dann sagt er das, aber er hat es nicht gesagt. Es war safe gelungen, Bro. Warum sollte er sagen können, ja, das war mein Kollege. Und der Kollege muss dann einfach bezahlen. Und der Kollege ist dann auch so, ja, okay, hier ist das Geld. Macht gar keinen Sinn. Die Geschichte hat gar keinen Sinn ergeben. Ja, hallo? Hallo? Enesino? NS, Oh, NS. Digga, jetzt habe ich deinen Namen geleakt, Bro. Es tut mir leid. Alles gut, alles gut. Aber es gibt viele NS, deswegen ist es nicht schlimm. Ja, alles Zehntausende. gut. Mach einfach deine Stimme ein bisschen anders, dann checkt das eh keiner. Ja. Okay. Kann ich anfangen? Ja, aber mach deine Stimme ein bisschen, mach so ein bisschen tiefer. Tiefer? Ja. Deine Beichte, sag deine Beichte ein bisschen tiefer Okay. einfach. Okay. Also ich, männlich, Nein, tiefer, 18. tiefer, noch tiefer. Ja, so. Ich männlich 18 beichte, dass ich mit zwei Kollegen
Eddie und Balvin in Ägypten im Urlaub war. Bruder, warum hast du jetzt deren Namen? Ja, okay, geil, scheiße. Alle, Bruder, ja, es gibt Bruder. Sehr wenige Enes, Eddie und Balvin, die befreundet sind, leid. Bruder. Und die zusammen in Ägypten im Urlaub waren bei euch im Umkreis, aber ja, okay, erzähl. Okay. Ja, auf jeden Fall, wir waren in Ägypten im Urlaub und da war so ein Steg im Meer, der so mitten im Meer hinausgeht, der Steg. Ja. Und der geht ins Meer hinein oder der ist so ein normaler Steg, wo man aber runterspringen kann. Nein, wo man nicht runterspringen kann. Der geht schon sehr, der sehr geht weit ins Meer. So, dass ja, quasi, ja, schon. Man kann ins Wasser gehen quasi. Ja, aber wo halt schon dieses dunkle Wasser ist. So nicht mehr dieses helle, sondern dieses dunkle, wo man schon so ein bisschen Angst kriegen kann. Ja, aber warte, was ich nicht verstehe. Ein Steg ist doch normalerweise etwas, was das Wasser so nicht berührt, wo man drauf stehen kann. Ja, genau. Ja, genau. Also es geht weit nach vorne, aber trotzdem, das ist nicht im Wasser, sondern über dem Wasser, ne? Ja, über dem Wasser. Ja, okay. Aber es geht weit hinaus, das willst du sagen, ja, ich check. Ja, okay. Weit hinaus. Und auf jeden Fall waren wir mit zwei Kollegen dort und es war schon so 19 Uhr. Und der Steg ist immer so ab 16 Uhr ungefähr abgeschlossen, zu. Ja. Abgeschlossen, weil man nicht mehr hingehen kann wegen den Wellen, weil es da hohen Wellen waren. Hohe Wellen gab. Ja. Auf jeden Fall sind wir um 18 oder 19 Uhr war das, sind wir dorthin gegangen, ganz am Ende. Ja. Und auf jeden Fall ein Kollege, also es waren ja zwei Kollegen, ist ins Wasser gefallen. Und der hatte Todesangst und der hat sich dann am Steg so festgehalten und er konnte nicht mehr hochklettern. Und auf jeden Fall, weil er auch nicht schwimmen konnte, hat er sich halt festgehalten. Er konnte nicht schwimmen, einer von euch? Ja, der konnte nicht schwimmen und er musste sich dann festhalten am Steg. Ja. Und weil wir nicht reingehen dürfen. Also unten dürfen, an diesen Balken von dem Ding. Ja, an, halt an dieses Eisenteil da, der sich festgehalten. Okay. Und auf jeden Fall, wir mussten dann ein Security holen und wir mussten ihnen das irgendwie auf kaputten Englisch erklären, weil wir durften ja eigentlich nicht dorthin gehen. Aber wir sind halt trotzdem dorthin gegangen. Und ja, da haben wir Ärger bekommen von dem Security-Mann. Mhm. Und der hat dann so einen Reifen runtergeworfen. Also der hat ihn gerettet. Ja, er hat ihn gerettet. Achso. Also deine Beichte ist quasi, dass ihr so mäßig einfach über so eine Versperrung geklettert seid bei dem Steg. Ja, genau. Ja. Und fast einer von euch deswegen gestorben ist. Ja, kann man so sagen, ja. Ja, okay. Das war dumm. Ja, das war dumm. Das war dumm, Digga. Aber zum Glück war da noch wer, ne? Weil meistens, wenn sowas abgesperrt ist, muss nicht sein, dass da noch irgendwer ist, so, der euch helfen kann, so. Ja, na, also nee, es war nicht so abgesperrt, aber da stand halt schon so ein Schild, dass man ab so ungefähr 17 Uhr darf man nicht mehr da hingehen. Ah, ich check. Und, ja. Ja, okay, du kannst noch eine Frage stellen, wenn du willst. Eine Frage? Musst du aber nicht, aber du kannst jetzt auch irgendeine Frage stellen, worauf ich antworten soll. Boah, spontan fällt mir jetzt so keine Frage ein. Ja, okay, das ist nicht schlimm, ja. das ist nicht schlimm. Okay. Willst du noch irgendein Zitat raushauen? Hart. Ja. Tari unterstrich mit Tari Monete 50 Bits. Kannst du mal bitte DNBO 123 Mufen haben haargeile Beichte und Frage. Ist dir zufällig jetzt eins einfallen? Ja, auf jeden Fall. Familie kommt an erster Stelle und dann kommt alles andere. Merkt Boah! W's in den Chat, Jungs! W's. W's in den Chat, was ein Zitat! Mach's gut, Dennis. Peter. Ja, alles gut. Mach's gut, ciao. Ciao, mach's gut. Hab's gefreut, ciao. Nice. Peter mit dem Zitat der Woche, Chat. Peter mit dem Zitat der Woche. Okay. Hallo, Hamid. Hallo. Wenn du was sagen willst, sag noch schnell. Okay, Remo, du darfst reden. Du darfst reden, Remo. Oder jetzt ist ein bisschen unangenehm, ja. Warte, ich mach extra so ein bisschen zur Seite, damit du an deine Sachen kommst, ja. Und krieg ich starten? Ja, yeah. Remo, red mal, damit man hört. Dich hört. Hallo. Ist so leise. Ja, okay. Sag, red bisschen. Test. Wie geht's dir so? Ja, das ist okay. Ja. Ja, mach doch noch lauter. Okay, wie alt bist du? Ich bin 13. Okay. Ja, okay, dann sag mal deine Beichte. Also, letzte Winterferien. Oder ich höre mich nicht doppelt, ich kann nicht reden. Hä? Ja, ich höre mich doppelt. Ja, ist doch nicht schlimm. Ja, okay. Ich war so letzte Winterferien. Ja. Weil ich war richtig krank. Okay. Und ich musste mich übergeben. Ich hatte auch ein bisschen Windschiss und so.
Ich gehe, ich wach auf um 3 Uhr nachts, mir geht's richtig schlecht. Richtig schlecht. Okay. Dann gehe ich so zur Toilette, übergebe mich so. Du weißt, manchmal hat man ja ein bisschen Druck. Und ich übergebe mich und dann habe ich ein bisschen auf den Teppich, du weißt schon. Okay. Da muss ich noch die ganze Nacht so richtig übermüdet und so richtig. Bruder, warum sind alle eure Weichen so ekelhaft, Digga? Klimm. Das ist ein Bruder, das ist einfach eine. Junge, jeder hat so eine richtig ekelhafte Beichte einfach mit irgendwas mit Dünches oder so, Bro. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, Bruder, danke schön. Auf jeden Fall habe ich jetzt keinen Hunger mehr. Das ist schon mal was Gutes. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, aber Bruder, ja, egal. Können wir mal weniger. Ich habe dann und dann dort in meine Hose gekackt und da mich übergeben, Beichten haben und ein bisschen mehr von. Das und das ist mir passiert, aber ja, du darfst auch eine Frage stellen. Würdest du lieber, also Kopf oder Zahl um 10 Millionen oder einfach 1 Million kriegen? Also würdest du das Risiko eingehen, Kopf oder Zahl um 10 Millionen zu nehmen? Ja. Ja? Oder 1 Million einfach so ohne Risiko? Und was passiert, wenn, wenn Kopf oder Zahl und ich es nicht schaffe, passiert einfach nichts und ich krieg gar nichts? Ja. Aber ich sterbe nicht oder so? Nein. Also, ja, dann 10 Millionen Kopf nichts. Oder Zahl. Ehrlich? Ja. Okay, ist ein bisschen komisch. Würde ich sterben bei Kopf oder Zahl bei 10 Millionen, dann würde ich die Millionen nehmen, aber einfach Kopf oder Zahl um 10 Millionen würde ich das machen, ja. Okay, dann bitte dann mich auch Frage, Frage. Ja? Ja, Chat, danke, danke. Eins in den Chat, wenn ihr 1 Million nehmen würdet, 2 in den Chat, Kopf oder Zahl um 10. Als ob jemand, aber es scheint wirklich Leute 1. Ja, ich schreibe 1. Du bist Rimov? Ja. Achso. Ich sag dir die ganze Zeit, du sollst mich Rimo nennen und nicht Rimov. Ja, ist mir egal, ich nenne dich Rimov. Geh raus. Er ist wirklich direkt. Er hat nicht eine Sekunde gewartet und ist direkt rausgegangen. Nicht mal eine Millisekunde. Chetari unterstrich mit Paredone mit 50 Bits. Ey, Bruder, falls habe dich im 13 beichte, dass ich mal meine Kacke gegessen habe und meine Mutter hat mitgemacht. Ich hab die Dinger geholt, dann hast du kurz eingefangen, Bescheid von, ist ja gar nicht. Was denn? Ich hab die kurz geholt, dann hast du eingefangen, du kriegst von, ist ja gar nicht. Ja. Kannst du. Oder kannst du auch behalten, Bruder. Diese neuen, ich hab gesehen, die sind sehr, sehr teuer. Sehr teuer, Bruder. Dann kann lieber jemand anders probieren, weißt du? Auf den. Hallo, Hamed? So. Ja, hallo? Also ich darf dir eine Frage und einen Beicht stellen, ne? Du musst erstmal auf jeden Fall deine Beichte stellen, auf den. Okay, meine Beichte ist, wir waren mit meinem Freund auf dem Fußballplatz und ich hab seinen Ball weggeschossen und anderen Leuten, mit denen ich Streit hatten. Oder ich habe zwei Wörter original verstanden bisher. Ja, wir waren da auf dem Fußballplatz. Du warst auf dem Fußballplatz, ich mein Freund, okay. Und danach hab ich halt seinen Ball weggeschossen, ja, von Leuten, mit denen ich Streit hatten. Und danach hat er halt Schläge bekommen von mir. Wer hat Schläge bekommen? Mein Freund hat von den Leuten Schläge bekommen. Da ist sein Bein eingeschossen. Von wem hat er Schläge bekommen? Von Leuten, mit denen ich Streit hatte, auf dem Platz. Also einfach deine Beichte ist, dass dein Kollege Schläge bekommen hat von irgendwelchen Leuten? Ja. Was ist das für eine Beichte, Bruder? Ich küsse dein Herz. Du hast einfach nur gesagt, dass dein Kollege mal zusammengeschlagen wurde. Ja. Bei einer Beichte musst du sagen, ah, Bruder, ja, okay, ich küsse, ja. Was ist deine Frage? Gute Beichte. Meine Frage ist, wenn, bist du ja so Jesid, oder? Ja. Und bist du stolz auf, Jesid zu sein? Ja, normal. Ich bin immer stolz darauf, auf seine Herkunft und Religion, natürlich. Ja, ich grüße meinen Freund Kamiran. Wen? Kamiran. Okay, Kamiran, für dich gegrüßt. Ja, du musst rausgehen, ich kann nicht an meine Maus und so. Ja, ciao. Ciao. Ey, glaub mir nicht, es hat, Junge, es tut gerade so gut, Ding, Haare geschnitten zu bekommen. Ich fühle mich wie so ein Ding, wie so ein Höhlenmensch, weißt du, wie ich meine? Bin ich ja auch quasi, dadurch, dass ich durchgehend in dieser Höhle bin. 4 Tage ist oder 5 Tage? 5. Tag ist das jetzt. Hamza, du kannst den nächsten reinpacken. So.
Digga, wenn ich dieses Profilbild sehe, Bro. Ja, hallo? Musst du mich entmuten? Hallo? Hallo? Hi. Hi. Ja. Ich heiße Burak. Ich bin männlich. Du musst nicht sagen, wie du heißt, aber du hast es jetzt eh schon gemacht. Klar. Meine. Nein, nenn dich jetzt schnell anders, dann schneiden wir das anders ins Video, dann weiß man nicht, wer du heißt. Nenn dich Burak einfach. Hä? Okay, warte. Ja, nenn dich Burak, ist besser, dann weiß man nicht, wer du bist. Ich heiße Tabak. Tabak, okay. Und, nein, nicht Tabak, Tabak ist Haram, irgendwas anderes. Nein, Tarak mit R. Ja, okay, Tarak. Okay, ich heiße Tabak. Nenn dich Yarak. Ja, okay. Ich heiße Yarak, bin 14 Jahre alt und bin männlich. Meine Beichte ist, in der 6. Klasse habe ich eine 6 bekommen, weil ich alles 1:1 abgeschrieben habe. Okay. Ich habe mir dann in die Hose gepisst. Mein Freund hat mich ausgelacht. Wir haben uns dann gegenseitig geschlagen vor der ganzen Klasse. Hä? Bruder, warum passiert so viel in dieser Beichte? Ja, war es. Er lacht mich aus. Du hast eine 6 bekommen fürs Abschreiben, hast in die Hose gepisst, er hat dich ausgelacht und dann habt ihr euch geschlagen. Ja. Und dann kam auf einmal der Lehrer rein und der wollte das auf einmal der Polizei melden. Nein, das kann nicht sein. Doch, wirklich? Nein, kann nicht sein. Doch? Nein, wie kannst du denn erst eine 6 bekommen und der Lehrer kommt erst danach rein? Doch, der Lehrer war doch schon drinne. Ja, aber du hast gesagt, der Lehrer kam dann rein. Ja, das meine ich aber nicht so. Ja, okay, und dann? Ja, wir haben uns halt geschlagen. Der Lehrer wollte uns dann bei der Polizei melden. Hat nicht geklappt und dann ja. Hat nicht geklappt, bei der Polizei zu melden. Wie hat nicht geklappt? Hat er sich verletzt oder was? Nein, also die Polizei hat das jetzt nicht richtig gejuckt. Wie jetzt? Die Polizei hat einfach gesagt, juckt uns nicht, dass sich zwei Kinder schlagen oder was? Ja, also war. Es war schon ernst, aber es war jetzt nicht so fett. Ja, okay, und warum hat er dann die Polizei gerufen, der Lehrer? Was ist das denn, ein komischer Lehrer dann? Ja, deswegen, ja. Erst einmal behindert. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Bruder, das ist eine sehr seltsame Beichte, ja? Sehr viel passiert am gleichen Stück. Es geht noch weiter. Okay. Also, nächste Woche war da erst ein Schwächtag bei den Lehrern. Okay. Der Lehrer sagt auf einmal, dass ich scheiße bin und so. Ich habe wieder Arbeit 5 bis 6. Ja, dann beleidigt er mich auf einmal. Wie jetzt? Und mich beleidigt einfach. Vor deinem Vater? Ja. Okay, und dann? Und dann am nächsten Tag in der Schule. Was hat er denn zu dir gesagt? Ja, er sagt zu mir, ja, der Typ ist scheiße, der ist schlecht, der ist behindert und so. Dein Lehrer sagt, der ist behindert. Er sagt zu mir, ich bin behindert, ja. Vor deinem Vater? Ja. Und was hat dein Vater dann gemacht? Er hat halt Ding zurück argumentiert, sag ich jetzt mal. Ja, okay. Also, dass das nicht stimmt. Ja. Und am nächsten Tag in der Schule wollte ich ihn fast schlagen, den Lehrer. Ich hab den so geschubst und so. Du hast deinen Lehrer geschubst? Ja. Ist er hingefallen? Hä? Ja, aber er ist nicht so krass. Wie kann man nicht so krass hinfallen? Entweder man fällt hin oder nicht? Ja, er ist hingefallen halt, ne? Achso, ja, okay. Und dann? Das war's aber jetzt. Ja. Also Bruder, lass mich nochmal zusammenfassen. Du hast abgeschrieben in einem Test, komplett hast eine 6 dafür bekommen. Dein Freund hat dich ausgelacht dafür. Du hast dich mit deinem Freund dann direkt geschlagen. Dann kam der Lehrer und hat deswegen dann die Polizei gerufen. Die Polizei hat aber nichts gemacht. Beim Elternsprechtag in den nächsten Tagen hat dann dein Lehrer vor deinem Vater gesagt, dass du behindert bist und dass du dumm bist. Und dein Vater hat dann zurückargumentiert und am Tag darauf hast du deinen Lehrer geschubst und er ist hingefallen. Ja, also ich habe ihn halt auch so geschlagen gegen seinen Arm und so. Und als er am Boden war, oder wie? Hä? Nee, er stand wieder auf und hat mich drauf geschubst. Ja, okay. Ja, krasse, ja, okay. Hört sich irgendwie gelogen an, ich sag dir ehrlich. Einfach. Ist nicht. Ist gelogen, sei ehrlich. Nein, ist nicht. Sei ehrlich. Ich bin ehrlich. Okay, ja.
Okay, ja. Darf ich noch eine Sache sagen? Du darfst noch eine Sache sagen, ja klar. Ich grüße Danne mit seinen Mädchen. Okay. Weil, ja, er ist einfach ein Mutterficker. Hey, pass auf, was du sagst, du bist auf Twitch. Sag einfach ja, ein anderes Wort dafür. Er ist einfach der geilste Mann auf der Welt. Nee, du kannst zum Beispiel sagen, Mofa Ticker, weißt du? So einfach anders ein bisschen aussprechen. Er ist ein Mofa-Ticker. Also er ist ein Mofa-Ficker. Nein, Mofa-Ticker, ey Junge. Ja, okay, er ist ein Mofa-Ticker. Ja. Ja. Ja, okay, hau rein. Hau rein. Das war safe ausgedacht, Junge. Sei ehrlich, das war ausgedacht. Also ich hab mich schon vorgesagt, wir hatten nur Schlagen und Polizei kommt nicht. Sein Lehrer sagt zu ihm, er ist behindert vor seinem Vater. Mein Vater hat ihn getötet. Hallo? Du musst dich entmuten. Ja, warte kurz. Okay. Okay, hörst du mich? Ja. Okay, meine Beispiele. Ich war im Kindergarten. Warte, wie alt bist du? Ich, 13. Und männlich oder weiblich? Ja, männlich. Okay. Ja, warte kurz. Warum musst du die ganze Zeit warten, Digga? Was macht er? Meine Eltern sind ganz einfach nur deswegen. Ach so, deswegen. Also ich war im Kindergarten. Ja. Und ich saß so auf Sitz auf so ein Mädchen. Ne? Auf was saßt du? Auf so ein Mädchen. Du saßt auf einem Mädchen. Genau. Digga, die Geschichte fängt so seltsam an. Ja, okay, erzähl weiter. Und dann hatte ich so Druck, ne? Also nicht so diesen deutschen Druck, diesen Druck, wenn man pissen muss. Du hattest Druck. Ja, wenn man pisst. Im Kindergarten? Nein, wenn man pisst. Weil du aufs Klo musstest? Ja, genau. Ach so, ja, besser ist. Okay, und dann? Und dann, ich wollte ins Klo gehen. Ja. Auf einmal, die sagt, hey, du musst kurz warten. Auf einmal, ich hab auf die gepisst. Bruder, warum ist jede Geschichte irgendwas mit Pissen und Kacken, Digga? Ohne Sinn! Der eine pisst auf Hose, der andere kackt in Hose, Digga, der andere pisst wen an. Bruder, ohne Sinn. Du hast den Flur von Kindergarten gepisst. Ja, so auf ein Mädchen. Auf ein Mädchen drauf? Ja. Bruder, oh mein Gott, Digga, ja. Geht die Geschichte noch weiter oder ist schon vorbei? Nee, das war's. Ja, okay. Meine Frage ist, du bist doch hier Sieger, ne? Ja. Und würdest du den Namen kommentieren, wenn du würdest? Also, müsstest oder so? Was? Würdest du im Islam kommentieren? Na, ich bin doch Jeside. Aber würdest du? Nein. Kannst du dich kurz muten? Was? Kannst du dich kurz muten? Muten? Ja. Warte kurz. Okay. Bruder. Hamza, hör dir auf jeden Fall vorher auch die Fragen an, Digga. Was war das für eine weird-ass Frage? Hallo? Gänsevorhaut. Hallo? Hallo? Ich. Das war ich. Du musst ein bisschen lauter reden. Achso, ich wollte davor sagen, kannst du Dante nennen, weil das ist ein bisschen unangenehm. Was ist? Das ist ein bisschen unangenehm, meine Story, deswegen kannst du bitte nicht meinen Namen sagen. Ich sag deinen Namen nicht, nee. Okay. Aber du musst ein bisschen lauter reden. Ja. Ich war mal, also vor einem Jahr war das, mit meinem Kollegen, ich hatte eine Freundin. Ich hab noch nie... Ey, warte mal, wie gefällt die Geschichte jetzt an? Dein Kollege oder deine Freundin? Also, ich hatte eine Freundin. Okay. Und ich hab noch nie davor gepisst, ne? Okay. Und mein Kollege, der war so, er hat schon ein paar Mal geküsst. Okay. Und
Ich weiß nicht, wie das geht. Du hast eine Freundin, aber du hast noch nie ein Mädchen geküsst. Ja. Das heißt, du warst so frisch mit deiner Freundin zusammen. Ja, meine erste Freundin. Ja, okay. Aber mein Kollege. Du warst. Okay, erzähl. Mein Kollege hat schon Deutsch geküsst und so, ne? Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir zeigen kann, wie das geht und so. Nein. Bruder, ich schäme mich dafür. Wir haben geküsst, Bruder. Was? Was? Du hast mit deinem Kollegen geübt? Ja. Ja, stark, Digga. Ja, Bruder, ist auf jeden Fall sehr, sehr mutig, das zu erzählen. Okay. Ja, ist okay. Bruder, das war's noch nicht. Das war's noch nicht? Nein, Mann. Oh nein, Bruder. Bitte nicht. Bitte nicht. Ist um das Hä? Ich hatte einen Schleifen, Bruder. Ich muss den rausschmeißen, Chat. Das geht nicht mehr. Das war zu viel. Das war zu viel, Chat. Nein, nein, nein. Ich muss den rausschmeißen. Das war zu viel, Chat. Das war zu viel. Das war zu viel. Hallo? Ja? Wie geht's? Gut, und selbst? Auch gut. Ja? Soll ich jetzt erzählen? Ja, du sollst. Ja, kannst deine Beichte erzählen. Okay, ich habe mal eine Uhr von meinem Vater gemacht und dann habe ich gesagt, wunderbar. Was und, ist? Bruder, warte mal ganz kurz. Eine Frage, wie alt bist du? 13. Tschüss, okay. Ja, erzähl deine Beichte. Ich habe die Uhr von meinem Vater gemacht und dann, dann habe ich gesagt, dass ich mein Bruder war. Er hatte dann einen Tag Handy verboten. Ah, oh mein Gott, als ob! Ja. Alter, verrückt. Okay, geil. Kann ich jemanden grüßen? Ja, grüß wen? Ich grüße Ali und Okay, nice. Okay, ciao. Ciao. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was er gesagt hat. Ich habe einfach gelacht. Ich habe wirklich kein Wort. Ich habe einfach aus Mitleid gelacht, Jen. Der war doch nicht 13, oder? Ich finde echt eine hohe Stimme gehabt. Kein Wort verstanden. Ahmed? Ja? Ja, ich muss da gehen. Mein Dienst. Ich war einmal. Also sag erstmal, wie alt du bist und ob männlich oder weiblich. Männlich. Oder kannst du ein bisschen deutlicher sprechen? Mein Mikro ist nicht gut. Ja, merkt man. Hört man mich trotzdem? Ja, aber du schnuschelst, das liegt nicht an deinem Mikrofon. Warte kurz. Besser? Junge, nein, das liegt nicht an deinem Mikrofon, du nuschelst einfach. Du musst deutlicher sprechen. Ja, okay. Ich war jünger. Wo warst du? Ich war bei einem Freizeitpark. Digga, das ist ernst gemeint gerade. Bruder, ich hab kein Wort verstanden. Ja, scheiß drauf. Kann ich mir jemanden grüßen? Dieses kann ich jemanden grüßen, konnte er perfekt sagen, Digga. Aber seine ganze Geschichte hat man kein Wort verstanden. Ja, Junge, auf jeden Fall. Ich war mit meiner Familie bei einem Freizeitpark. Und ich musste die Kinder aufs Klo packen. Ich frage meinen Vater, wo die Toilette ist, der mir Weg hier. Ich renne da hin, gefühlt schneller als er noch will. Und ich packe, und 3 Minuten später realisiere ich, dass ich kein Klopapier habe. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich grüße einfach wen. Aber versteht aber gar nichts. Ich grüße Tarek, Ab und Leo. Okay. Hamza, gut, dass du ihn reingeholt hast, Bruder. Gut rausgesucht. Er redet Schreibschrift. Der hat ehrlich in Schreibschrift geredet. Hallo? Hallo? Hören wir mich? Ja. Hören wir mich gut? Ja. Moin, ich bin Iceman 6-1.
Und meine Beichte, ich habe in die, also bei meinem Cousin gekackt, bis es verstopft wurde. Du hast was? Ich habe bei meinem Friseur Toilette gekackt, bis es verstopft wurde. Okay, und dann? Ja, also, das ist, also er hat mich dann danach gefragt. Ich habe Nein gesagt. Und dann ist es irgendwie 2 Wochen nochmal passiert. Und dann hat es herausgefunden. Und dann musste er immer Schadensersatz zahlen. Hä? Was? Ist dir das schon mal passiert? Sei mal ehrlich. Ich habe noch nie sowas gehört, Bruder. Was du, du musstest du hast 2-mal nacheinander seine Toilette verstopft? Ja. Und, aber guck mal, es macht gar keinen Sinn, dass der dich überhaupt fragt, ob du das warst. Weil wenn du auf Toilette gehst, warum sollte der Friseur direkt nach dir auf Toilette gehen, sehen, dass das verstopft ist und dich dann fragen? Ja, keine Ahnung. Ja, okay. Ich sag mal so, Bruder, du hast dir selber eins, also war nicht so eine gute Geschichte, aber ja, willst du noch wen grüßen? Ja, ich grüße Ryan. Ja, okay. Ciao. Ciao. Fortnite. Hallo, Hamid. Hallo? Was geht? Ja, wie geht's? Gut, und dir? Auch gut. Wie alt? Nein, sag deinen Namen nicht. Wie alt bist du? Ich bin 13. Okay, was ist dein... Was ist deine Beichte? Meine Beichte ist... Guck mal, ich war in der Schule. Ja. Große Pause, ne? Große Pause, okay. Und dann, wohin? Bruder, bitte, red vernünftig, Bruder. Ich sitz mich hin irgendwo hin, ne? Du sitzt dich irgendwo hin, okay? Ja, und dann, ich sitz in die Klasse nochmal wieder. Ich hab die Verbundenheit gewählt. Und dann guck ich mir noch fertig. Ich guck mir vor, wie ist meine Schuhe. Und ich gebe auf, ich merke, dass ein Satz gut war auf dem Schuhen. Und dann haben sie gelacht. Aber ich habe einfach nach hinten gesagt. Und dann bin ich halt. Hallo? Also, Digga, ey, krasser kann man nicht in Schreibschrift reden. Man hat nur gehört, wie er selber über seine Geschichte gelacht hat, mehr nicht. Hallo? Hallo? Ja, moin, ich nenne mich 13. Ja, du bist 13? Bruder, der Erste, der sich auch nicht 13 anhört, der sagt, der ist 13. 16, was für 13? Ach so, ups, sorry. Ich hatte mal so einen sehr guten Freund damals gehabt. Okay. Und er hatte eine Freundin, die sich immer freizügig im Internet gezeigt hat. Was hatte er? Er hatte eine Freundin. Ja. Und die hat sich auf Instagram immer freizügig gezeigt. Okay, ja, okay. Und eines Tages hat sie mit ihrem Freund so ein Arschbild gemacht. Ein Arschbild? Wo der Freund, ja, ein Arschbild, wo der Freund ihren Arsch gehalten hat. Das hat sie in ihrer Story gepostet. Das hat ich, Bruder, in sogar eine Story gepostet. Ja, yeah, eine yeah. Story einfach. Okay, okay. Aber sie hat auch privaten Account gehabt. Ich, als allererstes, ich habe einen Screenshot gemacht und habe dann bis auf ihr Geburtstag gewartet. Ich habe dann 2, 3 Freunde angerufen. Ich habe das Bild einfach kopiert, nicht kopiert, sondern ausdrucken lassen. Okay. Wir sind dann einfach zu ihr Postfach gegangen und haben das da einfach reingesteckt, damit die Eltern das sehen. Oh, eine Woche lang ist sie zur Schule gegangen. Ihr habt dieses private Bild von dir genommen und einfach bei den Eltern ins Postfach gegangen. Ja, mehrere Bilder sogar. Mehrere Bilder sogar. Aber warte mal, war das nicht von deinem Kollegen, die Freundin? Ja, die Sache ist. Die Sache ist. Kollegen einfach nur gesnitcht damit eigentlich? Zu dem Zeitpunkt war die Sache, an ihrem Geburtstag waren die nicht mehr zusammen. Und ja, sie ist ihr fremdgegangen. Aber ich hatte das trotzdem vor. Sei ich ehrlich. Ja, okay. Ich wollte das trotzdem machen. Ich check. Also, die waren nicht mehr zusammen, als du das gemacht hast. Nein, die waren nicht mehr zusammen, aber den Gedanke hatte ich schon, als wir befreundet waren, wenn ich ehrlich bin. Ach so. Ja. Weil das wäre doch ein bisschen weird gewesen, Bruder, weil das war dein Kollege. Warum hast du überhaupt einen Screenshot von dem Bild gemacht? Sie waren nach oben, Bruder. Nicht verdient, sei ich ehrlich. Okay. Hast du das deinem Kollegen aber auch ehrlich gesagt, wenigstens? Ja, natürlich. Der hat gelacht. Ja, okay, dann ist gut.
Ja, sie ist dann eine Woche lang nicht zur Schule gegangen und ich habe gehört, dass ihre Eltern nicht ruhig geblieben sind. Ja, okay, ich checke. Ja. Ja, Digga, das war eine lustige Beichte. Willst du noch eine Frage stellen? Ja, okay. Ich wollte eine spannende Frage haben. Ja. Ahmed, ich hatte wieder Durchfall. Soll ich Durchfall essen oder trinken? Okay, sag. Und zwar meine Frage, aber du musst ehrlich beantworten. Ja, außer ich antworte gar nicht. Nein, ist nicht so, sondern wenn du jetzt wirklich einen großen YouTuber, ne? Ja. Du könntest den jetzt zu einem Kampf herausfordern. Ja. Auf Ernst, du hast einfach Bock, den eine reinzuschlagen. Wer wäre das? Also ich will ihm auch selber eine hauen, einfach. Oder was? Nein, welchen YouTuber du boxen würdest, also Boxkampf. Ja, also ich finde, für einen Boxkampf muss ich ja erstmal was gegen den haben. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, und ich habe eigentlich gegen keinen was, außer gegen so einen Z-Max jetzt. So. Und hättest du nicht so einen YouTuber, wo du keinen direkten Grund hast für was dagegen, sondern denkst dir, boah, den würde ich schon gern schlagen. Ja. Hast du einen? Amma, oh, okay. Ansage an Amma. Amma. Ja. Na dann, ich bin raus. Okay. Also. Hallo? Du bist hallo? Chat, das war ein Spaß, als ob ich jetzt mich einmal mit Amma boxe. Aber ich würde Amma schon so in einem Ring so auf jeden Fall so auf Spaß, aber. Der Arme, der ist 40, okay. Ja, Bruder, der Mod, der das gerade macht, vom Kanada-Kick, macht den nächsten rein. Du gewinnst gegen Z-Max, macht ihr überhaupt noch Boxkampf? Hallo? Scheiße. Hallo? Hallo? Wurde es vom PCR7 herausgefordert. Ja, okay, jetzt kannst du sagen. Okay, hallo, ich bin, oh mein Gott, so unangenehm. Ich bin ein weiblich Mädchen und 15. 10? Ja, 15. 15 oder 10? 15, Junge. Ja, besser ist, 10 wäre bis dahin zu jung gewesen, okay? Und was ist deine Beichte? Boah, das ist voll unangenehm. Okay, ja, dann. Also da war ich noch 14, aber ich war auf jeden Fall mit einem 12-jährigen Jungen zusammen. Du warst mit einem 12-jährigen Jungen zusammen? Ja. Also 14 war's? Ja. Ja, 2 Jahre gehen, ne? Ist eigentlich immer so üblich, dass der Mann ein bisschen älter ist, aber finde ich jetzt nicht schlimm oder so. Der war mit meinem Bruder befreundet. Kleinen Bruder, Junge. Der war mit deinem kleinen Bruder befreundet? Ja, wegen den Grenzen. Boah, dann hatte dein kleiner Bruder auf jeden Fall eine schwierige Zeit, sag so. Ja, ich habe Angst, dass er die Videos sieht. Warte, seid ihr immer noch zusammen? Nein, ich habe vor 100 Schluss gemacht, weil er angefangen hat, mich zu beleidigen vor seinen Freunden. Also, dein Bruder weiß das einfach nicht? Doch, der hat einfach herausgefunden, Mann. Ach so, der hat das herausgefunden. Und dann hast du deswegen auch Schluss gemacht? Nö. Ja, dann war das ja wohl echte Liebe. Ja, okay, ja. Du darfst noch eine Frage stellen, wenn du magst, aber musst du nicht. Nee. Okay, ja dann, ich würde ja sagen, grüß deinen Bruder von mir, aber lieber nicht. Doch, ich spreche. Ach so, ja, okay, ja dann doch. Ja. Okay. Okay, tschüss. Ciao. War schön mit dir zu reden. Ja. Hä? Sie meinte, sie will nicht, dass ihr Bruder das herausfindet, aber sie grüßt ihn von mir. Bruder Ahmed? Hallo? Ja, hallo? Also, ich, männlich, jetzt in Beichte. Bruder, aber ist dein Mikrofon bitte nicht auf? Ja, ist gut. Okay. Schau mal schlecht. Also, du weißt ja, wenn der Lehrer weggeht, ja, baut man Scheiß und so. Ja, wenn der Lehrer weggeht, mach mal ein bisschen Kacke, ja. Das kenn ich. Ja, und, ich und meine Jungs,
haben Stühle und Tische und so kaputt gemacht. Stühle und Tische kaputt gemacht? Ja. So während er weg war kurz? Ja. Und dann? Und? Bruder, warte, weißt, was ja. heißt denn Stühle und... Habt ihr ganze Klassenzimmer kaputt gemacht? Wie? Stühle und Tische, wie viele? Also... So einen halt. Wir haben nur eine Tafel. Achso, ihr habt einen Stuhl und einen Tisch kaputt gemacht. Ja. Okay. Und du weißt ja, in Ukraine ist Krieg. Nein, was? Achso, in Ukraine ist Krieg, ja. Und wir haben halt ukrainische Schüler bei uns. Ja. Und die können halt kein Deutsch. Okay. Und deswegen, als der Lehrer kam und fragte, wer das war, meinten wir, dass die das waren. Und die konnten nichts dagegen sagen. Nein! Ja. Boah, das ist respektlos, Digga. Und dann, wir haben am nächsten Tag eine Anzeige bekommen. Wegen Sachbeschädigung. Und die mussten, die Tafel und so neu bezahlen. Die Tafel? Ja. Bruder, die sind so voll teuer, Tafeln. Kosten so mehrere tausend Euro. Ja, genau. Ihr Gottlosen. Ja, okay. Und darf ich noch jemanden grüßen? Bruder, ja, darfst du machen. Ja, ich grüße Malik. War das der, mit dem du das gemacht hast? Ja. Er schaut auch gerade den Stream. Ich guck genau mit dem, er grüßt auch noch den, mit dem er das gemacht hat. Ja, okay, ja, Malik. Ja, ciao. Ciao. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Ey, grüße aber genau den Typen, mit dem er das gemacht hat. Ohne Sinn. Hallo? Hi, Hamed. Hi. Also, ich bin 15 Jahre alt. 15? Ja, 15, aber es ist ein Mensch. Aber was? Ich bin... Was? Du bist 15, aber was? Aber ich höre mich nicht an. Ja. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, ich habe eine Beispiel, ganz zu aussuchen. Und zwar eine aktuelle oder die von vor ein paar Jahren. Die beide haben was mit Christen oder Karten zu tun. Mach einfach die lustigere Geschichte, okay? Okay, also bei diesem Sommer gekommen. Ich hatte halt Unfall wegen dem Kopf. Du hast Unfall in der Türkei? Ja, Durchfall. Durch? Oh mein Gott. Ja, und wir waren auf der Höhe nach Hause. Wir waren in Serbien, Grenzen. Und ich hatte halt Durchfall, ich muss aufs Klo. Ich war auf Toilette und da gab es mit und da haben so viele Leute geklappt, dass wir auch aufs Klo mussten. Aber ich habe das Toilette ausgestopft und ich habe es versucht, also zu besser zu machen. Aber es wird noch zum Überlaufen. Und ich habe dann gewartet, dass ich auch noch mal klar. Und ich bin dann einfach, dass mir so peinlich. Zum Glück hat es keiner gemerkt. Es war mir so peinlich, ja. Ja, Mann, zum Glück hat es keiner gemerkt. Ja, einfach komplett vom Überlaufen. Ja. Und ich glaube, live und beim Mikrofon. Warte, ich habe auch eine Frage an dich. Ja? Und dann, sag was? Ja, grüß wen, habe ich gesagt. Kannst du es nochmal wiederholen, bitte? Ja. Also, wenn grüß. Hä? Also ich habe einen Kuckuck. Ja, okay. Da danke, dass du warten wolltest. Was? Darf es noch zum Geburtstag kommen? Darfst du mich zum Geburtstag einladen? Nein, privaten Beispiel. Nein. Okay, also gut. Ciao. Grüßen. Okay, ciao, danke. Ich habe nicht mal verstanden, was er gesagt hat. Ich habe einfach Nein gesagt, weil ich mir dachte, Bruder, einfach, man versteht eh nichts. Einfach Nein gesagt. Hallo? Ach, Digga. Hallo? Warte, lass mich raten. Du bist 16, aber du hörst dich nicht so an. Nein, ich bin 13. Okay. Also soll ich meine Beichten sagen? Ja.
Also, ich und ein Kollege von mir haben so. Also, wir haben halt einen Freund verarscht und der hat geschlafen. Und dann, wir haben so unsere Hosen runtergezogen und haben so gemacht, als würden wir ihn abdrücken. Was habt ihr? Wir haben unsere Hosen runtergezogen und dann haben wir so gemacht, als würden wir ihn anführen. Und dann, auf einmal mein Kollege, auf einmal Kacke kam draus. Und er hat ihn einfach angekackt. Oder geh einfach raus, bitte. Ey, darf ich doch jemanden grüßen? Nein. Doch, ich grüße Renaldo und Sina. Nein. Oh Mann. Ich grüße Osman. Nein. Ich grüße aber Osman. Nein, Digga. Bruder, an die Mods. Kann bitte, könnt ihr aufhören, Leute reinzuholen, die sagen, ich hab gekackt oder Dünches oder so? Es reicht, Bruder. Fünf Leute hatten einfach original Dünches und haben irgendwen angekackt. Hallo? Ja, bitte sag nicht, du hast irgendwen angekackt. Ich wollte eine Story erzählen. Ich war in der Türkei. Ja. Und wir haben gegrillt bei unseren Nachbarn. Ihr habt gegrillt? Und dann? Ja, genau. Und bei uns zu Hause hatten wir noch diese Toiletten, wo man auf dem wo ein Loch auf dem Boden ist, weißt du? Ja, so Hüttentoiletten. Ja, ja. Und ich hatte Angst, da halt auf Toilette zu gehen. Und Ja, red mal weiter. Ja, und dann bin ich halt rausgegangen. Ich habe mich vom Essen bei unseren Nachbarn gedrückt, ne? Weil ich halt ganz auf Toilette musste. Bruder, Berkoli, du kommst mit deinem eigenen Account rein und denkst, ich höre nicht, dass du das bist? Digga, ich dachte, du guckst nicht. Digga, du hast nur dein scheiß Profilbild geändert. Dein ganzer Chat ist voll mit Berkoli. Oh, Digga, kann ich jetzt meine Story erzählen oder ja, nicht? Ja, erzähl deine Story, okay. Okay, also wir haben bei unseren Nachbarn gegrillt, okay? Und ja. Ich musste auf Toilette, Digga, und ich hatte Angst auf den Toilette, wo auf dem Loch ist, halt auf dem Boden. Ja, okay, und was hast du dann gemacht? Digga, ich hab mir einfach in die Hose geschissen. Bruder, nein, Bruder. Einmal ist ein Kollege hier drin, ein YouTuber. Und er hat sich auch in die Hose geschissen? Bruder, hör zu, das ist mir eingefallen, weil ich das gehört habe die ganze Zeit. Das ist viel weh, dass ich in die Hose geschissen habe. Warte, ich will ehrlich sein, aber ich glaube, die anderen haben gelogen. Ich höre dir, das bei mir passiert. Ja, okay, also du hast in die Hosen geschissen, weil du nicht in dieses Loch kacken wolltest. Ja. Und in der Türkei. Was in die Hose zu hör zu, nein, ich habe mich gekriegt, aber hör zu. Außen waren diese Container überall bei uns im Dorf. Ja. Ich habe dann diese Kacke, ne? Von meinem rechten Schenkel so an meiner Hose so runterrollen lassen, hab's meinen Arm genommen und Müllcontainer reingeworfen. Kobe Bryant. Iiii, Bruder! Iiii, Junge, wie alt warst du da? Boah, da war ich glaube 14 schon, Digga. 14, 15. Du warst schon 14? Ja. Digga. Ja. Merk mal. Das muss aber anonym bleiben, Digga. Ja, ja, okay. Okay, ciao. Ciao. Tja, das war Berloki. Mit Bruder, Digga. Hallo? Ja, hallo? Hamid, was geht? Wie geht's? Gut, dir? Auch gut. Ja, gut, dann fange ich an. Ja, sag deine Beispiele. Männlich 16. 16? 16. Ja. Und zwar, da habe ich ein Mädchen einen Kopf gegeben, damals. Ohne überhaupt zu wissen, dass ich einen Korb gegeben habe. Du hast einem Mädchen einen Korb gegeben, okay? Ja. Und wie? Und zwar, man kennt das ja so von Beziehungen damals, also so war ich 12, sie 14. Du warst 12 und sie war 14 sogar? Ja. Digga, das hört schon, als wenn du der Typ bist von der Geschichte gerade eben, aber erzähl weiter. Ich weiß, ich hab mitbekommen. Auf jeden Fall. Bruder, warte mal kurz. Noch drei, das erste Mal die drei, oder? Oh, stark, Alter. Die drei ist zu sehen, Jungs. Okay, erzähl weiter, sorry, dass ich unterbrochen hab. Kein Problem. Also, ja, man kennt ja so beziehungsmäßig, man labert ab und zu so viel im Chat, so was man machen möchte, wenn man sich trifft und so. Okay. So, und da hat sie es halt ernst gemeint. Ich dachte, sie labert nur. Was hat sie ernst gemeint? Naja, auf jeden Fall. Wir haben halt so Sachen, man kennt es halt so ab, das geschrieben. Habe ich nicht verstanden.
Wir haben halt ab und zu perverse Sachen gekriegt. Okay. Ja, und sagen wir mal, ich dachte, das wäre Scherz. Okay. Naja, als wir uns in der Schule getroffen haben, nach der Schule auf dem Schuldach. Auf dem Schulhof, okay. Schuldach, ja. Da... Ich auch nicht. Warte, wie bist du auf Schuldach gekommen? Man konnte da ganz einfach mit dem Treppe hochgehen. Man konnte in die Treppe hochgehen? Ja. Ja, okay. Aber da durfte man doch nicht einfach hoch, oder? Nein, nicht wirklich, aber wir haben es halt dran, weil es war offen. Okay. Ja, und da haben wir dann, das war by the way auch mein erster Kuss. Okay. Da haben wir halt erstmal so geküsst und war gut? Ja, ging halt. Ne? Schon, ich sag mal so, ein bisschen Wasserfall, aber ging noch. Ja. Ja, dann, wie sie wollte, dass ich mich so hinsetze, mich ich fast hinlege. Sie wollte, dass du dich hinlegst? Ja. Ja. Dann ist sie so auf mir drauf gekommen, so, wurde mir dann irgendwann auch viel. Okay. Weil sie wollte, sie hat auch gesagt, so, naja, ich durfte davor auch noch so Sachen so anfassen, man weiß nicht mal was. Weil sie das im Chat geschrieben hat damals. Im Gegensatz wollte sie dann halt etwas von mir anfassen. Und das Problem ist, das war mir halt peinlich damals. Ja, und dann? Weshalb ich dann schnell abgebrochen habe, als ich auf und drauf gesessen habe. Da habe ich die so auf Handy getraut mäßig und Faking getraut abgehen lassen, so. Ja. Bei den Einstellungen halt. Und hab dann so gesagt, hab getan, als würde meine Mutter kam. Und sagen, dass ich nach Hause komme. Also sie wollte intim werden mit dir und du hast quasi einen Korb gegeben, einfach. Ja, weil, ja, keine Ahnung, ich mach halt. Ja, ist auch stark, du musst doch nicht, also, ist ja so nichts, was man, ist doch was Gutes. Also wenn du ja, nicht willst, dann willst du es nicht. Also ich bereue den, bereue das du nicht. Du bereust es aber. Was? Bereust du es? Nee. Ja, das ist doch geil. Ja, ja. Ja, RW Aktion, das ist doch nicht so. Ja, okay, nice, nice Geschichte. Du hast einfach ein Mädchen den Kopf gegeben, kurz gefasst. Auf dem Schuldach. Ja. Ja, W ist ein Chat für dich, aber es ist eigentlich keine Beichte oder so. Das ist etwas, wofür man dich feiern würde, ja. Ja? Ja. Etwas niemandem erzählt. Ja doch, ey, kannst du erzählen. Das ist auch etwas, wofür man dich feiern will. Ja, okay, stabil, gut wissen. Nein, kein Ding. Willst du ihn grüßen? Ja, ändert einmal. Und dann hätte ich noch eine Frage. Ja, stell deine Frage. Und zwar, jetzt habe ich ohne Reverse. Und frage dich, was war das dein Beichte? Was war die Frage? Was hast du für eine Beichte? Ja, okay, gute Frage auf jeden Fall. Meine Beichte ist. Ja, muss kurz überlegen, ja. Warte, ich muss erstmal irgendwas überlegen, was schlimm genug ist, um das eine Beichte zu. Das eine Beichte ist, was ich noch nicht erzählt habe. Was habe ich gemacht? Was kann man sagen? Ich sage eigentlich immer, alles onstream ist das Ding, deswegen habe ich jetzt kaum irgendwas, was ja. Ich beichten kann, weil ich so alles erzähle. Mit so, das ist das, was vielleicht in der Schulzeit war, wenn ich hat glaub, kein Geld mehr, er hat schon über 100 ausgegeben. Ich habe auf jeden Fall... Ich habe immer so bei Klassenarbeiten so... Es gibt so Bögen, ne? Ja. Ja, ich habe so mehrere Bögen genommen und ich habe einfach... Oder ich habe so 3-4 Seitenspicker gehabt, nicht so eine Seitenspicker, 3-4 Seiten. Und weil die so vollgeschrieben waren, sah das einfach so aus wie meine Klausur und ich war so die ganze Zeit bei den Spickern. Und obwohl ich die Spicker hatte, bin ich trotzdem oft durchgefallen. Also ich habe trotzdem reingeschissen, obwohl ich Spicker hatte, so viele. Und was ich noch beichten kann, ist einmal... Bin ich, was ich noch nicht onstream erzählt habe, beim Fußball mussten wir so Konditionstraining machen.
und so immer hin und her sprinten und ich habe es nicht gefeiert. Und ich habe dann zu meinem Trainer gesagt, ja, ich habe keinen Bock darauf. Da meinte er so, entweder du bleibst oder du gehst. Ja, dann bin ich nach Hause gegangen. Und dann hat genau das Gleiche hatte ich auch. Ja, dann bin ich, also ich bin einfach nach Hause gegangen, also so direkt. Weil er meinte, oder du gehst. Und dann bin ich gegangen. Und dann hatten wir ein Spiel am nächsten Wochenende. Und der Trainer hat mich nicht abgefuckt, während ich aufs Spielfeld war. Und hat mich die ganze Zeit so, mir so Sachen zugerufen. Und dann bin ich einfach vom Platz gegangen. Ja. Dann habe ich Verein gewechselt. Ja. SAYOG23 donated 50 Bits. Hamid, danke für den Content, aber lüfter mal hier unten, schön, stinkt es. Schöne Grüße an Kevin. So hieß er zwar nicht, aber random schöne Grüße an Kevin einfach jetzt an der Stelle. Ja, du musst gehen, ne? Ich kann dich halt nicht raus tun. Achso, ja, ja. Ja, okay. Okay, dann viel Spaß, Mann, ne? Jo, danke, Leo. Und Red Bull weiß. Na, Red Bull weiß nicht. Oder bitte guck mal einmal sein Profilbild, wenn du. Hallo! Seine Seiten von hinten. Ja, mal kurz pushen, look. Ja. Hallo? Also meine Beispiele. Du musst erstmal sagen, wie alt du bist und ob männlich oder weiblich. Ich bin 13. Du bist 13? Ja, genau. Okay. Und männlich oder weiblich? Männlich. Halt's auf, ja, okay, erzähl die Geschichte, deine Beichte. Also, ich war mal bei einem Freund, der hatte 3000 Euro. Ich hab mal mit dem Rad aufgespielt, auf jeden Fall, ich hab den Rad aufgespielt und ich bin also aufgerastet, weil ich so hart gemacht habe, und die Sache nicht gesehen habe. Ich hab dann auch versucht, voller Kapitän und auch auf dem Monitor und hab das mit meinem Freund gemacht, also bin ich auf dem Vorgang und ja, und dann ist er mit dem gekommen, hat mich gefragt, was das war, und hab dann alle von seinem kleinen Vater gesehen, weil wir waren, der hatte so Jeans, und hat gesagt, dass er Sachen auf das PC geworfen hat. Und die Mutter hat das geglaubt, und man auch, ja, war das halt. Ja. Yeah. Okay. Krasse Geschichte, Bro. Willst du noch wen grüßen? Ja. Ja, grüße. Ja, okay, wenn die es verstanden haben, dann hoffentlich sind die gegrüßt. Hau rein. Ja. Also das ist. Also, ja. Ciao. Du bist der Go. Digga, können meine Mods bitte Leute reinmachen, die man versteht? Man hat die 0,0 verstanden. Ich habe einfach ja gesagt. Hallo? Ja, hallo? Hi. Hi. Kann ich schon anfangen? Ja klar, kannst du anfangen. Wie alt bist du? Und männlich oder weiblich? Ich bin 13 und männlich. Okay. Ich bräuchte, dass ich... Ich habe fast eine Anzahl von... Du musst deutlicher sprechen, Bro. Du hast fast was? Ich habe fast eine Anzeige bekommen und fast mir hat gefallen. Du hast eine Freundschaftsanfrage bekommen. Stress bekommen. Geht die Geschichte noch? Digga, ist einfach muted. Hallo? Ja? Ja, ich rede die ganze Zeit. Ja, du warst muted. Wie soll ich es hören, wenn du redest? Also, ich habe fast eine Anzeige bekommen. Ach, eine Anzeige? Ja. Ja, okay, jetzt habe ich verstanden, ja? Dadurch, dass ich jemanden ein Bild gewiss. Du kannst Bild gar keine Anzeige hat. Bekommen, wenn du 13 bist. Meine Eltern, sag ich erstmal so. Ja, Geschichte ist schon gelogen, Junge, jetzt hast du dich selber verraten. Nein, also meine Eltern. Rede sag ich mal nicht mehr. Meine Eltern, sag ich mal so. Ja, was hast du gemacht? Ein gewisses Bild von einem Jungen. Mal so von hä? Sag nochmal.
von unten, halt also mal so. Bruder, ich sag dir ehrlich, geh einfach raus, Digga. Du hast von Anfang an einfach verkackt, deine Geschichte. Okay, darf ich jemanden grüßen? Ja. Also ich grüße Fari, das ist dein, sag ich mal so, Editor. Bruder, du sag einfach den Namen, Bruder, du brauchst doch nicht noch deren Adresse sagen danach. Okay, ich grüße Fari. Okay, grüß dich, grüß Fari. Ciao, ciao. Ciao. Der hat aber noch über einen Edit-Account auf TikTok geredet. Hallo. Ey, Mods! Was ist? Nichts. Wie alt bist du? Ich bin 14. Okay. Ich will noch was fordern sagen. Und zwar, ich habe letztes Mal bei der Talentshow halt getanzt und war halt nur Spaß und ich wurde halt sehr... Was ist deine Beichte? Meine Beichte ist, wegen meiner Stimme höre ich mich ein bisschen an wie ein Mädchen. Und da habe ich halt so einen Jungen verarscht. Und wir waren halt sozusagen zusammen. Ich habe ihn halt die ganze Zeit verarscht. Er dachte wirklich, dass ich ein Mädchen bin. Dann habe ich mal aufgehört, mit ihm zu schreiben. Und er schreibt bis heute noch mit mir. Und ich antworte nie. Aber wie habt ihr denn Kontakt gefunden? Über Valorant. Nein. Und schreibt ihr denn auch bei Discord oder wo? Ja. Nein, du hörst dich ehrlich ein bisschen an wie ein Mädchen. Sag mal so, red mal so, wie du mit ihm geredet hast. Ja, und jetzt ist er. Ja, okay. Deine normale Stimme hat sich mehr angehört wie ein Mädchen, wie deine Mädchenstimme gerade. Ja, aber trotzdem gedacht. Wie lange ging das so zwischen euch, also hin und her schreiben? Wie lang? Das gab 2 Monate. Okay, ja, okay, krass. Der Arme, halt, wie alt war er? Er war 15. Ja, okay. Soll ich mich entschuldigen? Nein, einfach ignorieren, jetzt blocken. Okay. Ja, okay. Also, okay. Gute Beispiel. Darf ich jemanden grüßen? Ja, klar, mach einfach. Ich grüße Loris, den Top G, Nick, Dario, Nicola und Elias. Bruder, du hast den Rest der Fußballmannschaft vergessen. Nein, das ist keine Fußballmannschaft. Ach so, okay. Meine Klasse. Ja, okay. Ja, dann fühlen die sich hoffentlich gegrüßt. Ja, die lieben deinen Stream. Geil. Also, ciao. Viel Spaß dir noch. Danke, dir auch. Boah, sieht schon so, ich sehe schon so viel, so krass anders aus, ne? Hallo? Ich bin 14 Jahre und ich beichte, dass ich und mein Freund Döner essen waren, der heißt Ege, oder soll ich keinen Namen sagen? Oder du hast deinen Namen schon gesagt. Also, wir waren halt Döner essen. Ja. Und wir haben halt bestellt, er ist auf Toilette gegangen. Ja. Dann habe ich es abgeholt, er war halt auf Toilette währenddessen und ich habe dann halt da reingespuckt. Wo reingespuckt? In seinen Döner? Ja. Alter, warum? ich wollte ihn verarschen. Und dann habe ich ihn halt im Endeffekt gefragt, nachdem er das gegessen hat, ob es ihm geschmeckt hat. Ja. Und er meinte, es war richtig lecker. Und dann? Ja, und dann habe ich es, also ich habe es bis jetzt noch nicht aufgelöst. Hä? Bruder, wo hast du ihn denn dann verarscht? Du hast einfach nur in seinen Döner gespuckt quasi. Ja, aber es hat ihm ja geschmeckt. Ja, aber Bruder, aber er mag es eigentlich nicht so. Dann löst man das doch trotzdem auf. Wo ist dann denn die Verarsche? Ja, kann ich eine Frage stellen? Bruder, nein, wo ist die Verarsche? Ja, also halt, dass ich halt reingespuckt habe, der mag das nicht, wenn... Also der trinkt auch nicht zum Beispiel. Ja, normal, keiner will irgendwo was essen oder was trinken, wo reingespuckt wurde, hä? Oder magst du das? Nein, aber... Hä? Aber wo war die Verarsche, wenn du es nicht aufgelöst hast? Du hast quasi einfach nur in seinen Döner gespuckt. Ja, ich wollte es eigentlich auflösen, aber dann habe ich vergessen. Jetzt einfach vergessen, Bruder, ja. Kann ich eine Frage stellen? Ja, stell die Frage. Also, du magst ja Fender am meisten, ne? Ja. Und wenn es zum Beispiel Fender nicht geben würde, wen würdest du mehr mögen? Beşiktaş, Galatasaray oder Trabzon oder irgendjemand anderes? Es gibt für mich nur den Fenerbahçe. Fenerbahçe Champignon. Keine andere Mannschaft kommt an Fenerbahce ran. Nein, Beşiktaş auf die 1. Nein. Ja? Wendo, okay. Hör auf! Wendo! Kann ich meine Freunde grüßen? Nee. Ich grüße.
Ege und Justin. Nein! Junge. Junge, meine Mods sind so langsam, ne? Digga. Wenn nur Fenerbahce-Fans dürfen grüßen. Hi. Hi. Ist, dass ich also Mannschauer bin. Und ich bin in letzter Zeit über Tag nicht so viel da und ich habe Angst, entmoddet zu werden. Was würdest du mir raten? Du hast Angst, entmoddet zu werden? Ja. Bei Discord? Nein, bei Twitch-Mod. Du bist mein Twitch-Mod? Nein. Weißer Mantra. Weißer Mantra? Ja, warum hast du Angst, entmoddet zu werden bei Samantra? Ja, weil ich über Tag da sein kann, wenn ich streamt. Weil du nicht so oft da bist. Und deine Beichte ist, dass du Angst hast, entmoddet zu werden? Ja, was soll ich sagen? Da, warte, das ist dein... Ja, ist das deine Beichte, ja oder nein? Ja. Ja, okay, Bruder. Du hast auf jeden Fall ganz, ganz dick versagt in deinem Leben, wenn das deine größte Angst ist, bei Samantra entmoddet zu werden. Vor allem, wenn du eh keine Zeit hast. Aber warte mal, streamt Samantra gerade? Nee, nee. Hat sie heute gestreamt? Ja. Warst du da? Ja, natürlich. Aber nicht so. Hä? Ja, ich kann nicht. Also. Bruder, das ist die größte L-Beichte, die wir heute hatten, ich sag dir ehrlich. Also, da wäre es mir lieber gewesen, hättest du gesagt, du hast irgendwo hingekackt. Du hast einfach Angst, bei Samantra entmoddet zu werden. Komm lieber zu mir! Ja, machst du Mod? Gerne. Ja, werd lieber Mod bei mir. Ja, komm. Würdest du bei Samantra freiwillig aufhören, wenn du bei mir Mod werden würdest? Nee. Ja, kann nicht. Das ist, was hat das mit Leute? Ja, dann nicht. Das ist schade. Darf ich noch wissen? Ja. Dann grüß dich und Jan. Okay. Alles klar, hau rein. Hau rein. Ciao. Er hat für den falschen Stream entschieden, Chat. Aber ich hätte ihn eh nicht zum Mod gemacht, weil sonst hätte ich Ärger bekommen von den anderen Mods. Die wären sauer geworden. Hallo? Ja, hallo? Hi. Erstmal, ich mein Beichtchen nicht da. Sag erstmal, wie alt du bist und was für ein Ding? Geschlecht? Achso, ja, ich bin männlich und 13 Jahre alt. Du bist 13? Ja. Okay. Ja, also, ich war mit meiner Familie in Ägypten. Was wolltest du? Ich war mit meiner Familie in Ägypten. Ja, okay. Und. Da gab's halt. Nee. Was gab's da? Ein Buffet. Ja. Da hab ich Deutschland gegessen. Dann ging's mir die ganze Zeit schlecht. Und da hab ich einfach angekotzt. Und dann mussten die Mitarbeiter wegmachen. Keiner wusste, dass ich das war. Und die haben mir voll leid getan. Digga, aber warum sprechen alle aus der Toilette? Das macht ehrlich keinen Sinn. Ich verstehe kein Wort, Bruder. Und mein Friseur hat nicht mal den Rasierer benutzt gehabt. Keine Ahnung. Also, ich bin normal. Ja, okay. Geile Geschichte. Also, willst du deine Grüße? Machen? Ja, mach einfach. Okay, ich grüße dich. Die haben es safe nicht verstanden, aber schöne Grüße an die beiden. Ja, ciao. Tja. Moin. Einmal predicted, was Hamid sagt. Nee, ich hab deine Nachricht gelesen. Ja, moin, moin, moin. Moin. Und zwar meine Beichte. Wie alt bist du? Erstmal? 16. 16. Und weiblich oder männlich? Männlich. Achso, okay. Ich war vor ein paar Monaten mit meinem Kollegen Stadion. Ja. Pauli gegen HSV. Oh. Derby. Okay. Pauli hat ja 3-0 gewonnen. Bist du Pauli oder HSV-Fan? Pauli. Okay. Pauli hat halt 3-0 gewonnen. Ja. Und ich habe halt vor Freude mein Getränk auf meinen Vordermann gestellt. Ja, okay. War das Bier oder war das Wasser? War Bier. Okay. Und der Typ vor mir war halt nicht so erfreut, oder? Ja, natürlich. Und hat meinem Kollegen da eine Bombe gezogen. Was hat der? Er hat meinem Kollegen eine Bombe gefangen. Aber warum deinem Kollegen? Weil er dachte, dass er das wäre. Der arme Digga. Ja, der hatte eine Woche lang blaues Auge. Dein Kollege hat einfach so eine Bombe bekommen. Ich hab gesagt, ich gebe ihm Döner aus. Hab ich bis jetzt nicht gemacht. Ja, aber es war ja auch nicht so lange her, oder? Ist denn? Anfang des Jahres. Ja, oha, Bruder! Hol dem Arm mal einen Döner, Digga, ohne Sinn. Ja, passt.
Kann ich noch jemanden grüßen? Ja, ihn bitte, oder? Ja, Ben. Ja, Ben, Alter, hol dir deinen Döner, Ben. Okay. Hammert, ich küsse dein Herz. Bis deins. Tschüss. Ciao. Junge, einfach jetzt auf die Schnauze. Shit, Tari unterstrich mit Tari donatet 50 Bits. Hame, du versüßt immer meinen Tag. Ich hoffe, dass du den Submarathon schaffst. Kuss, Kuss. Danke, ich gebe Tari mit Tari. Hallo? Hallo? Also, mein Beichte. Warte, ich höre mich kurz doppelt. Wie alt bist du? Ich bin 12. Okay, was ist deine Beichte? Mein Beichte? Ich war in der Schule, aber auch halt auf der Pause. Ich bin halt mit einem Freund geworden, ne? Von einem Typen. Ich bin in der Pause ein Freund geworden mit einem Typen. Was bist du geworden? Also, ich habe mich mit einem Typen angefreundet. Aber so in der Pause. Okay, du hast dich in der Pause mit einem Jungen angefreundet, ja. 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 Das war allein nur der Pause. Und dann, ja, kurz, es war dann Klasse, der fuhr zur Ehrenhof. Okay. Und guckt dann noch etwas zu mir, so, gib mir halt die Schuld. Also er hat gefurzt und hat dir die Schuld gegeben? Ja. Die Lehrerin hat ihm geglaubt und es hat dann mehrmals dabei passiert. Was dann, ist dann passiert? Was ist dann passiert? Mehrmals in der, also hintereinander. Was ist passiert? Hintereinander. Was ist passiert? Was hintereinander? Er hat hintereinander geguckt und mir die ganze... Ja, und die Lehrerin hat das geglaubt. Was juckt aber die Lehrerin, ob wer furzt, Digga? Ist doch normal, dass man furzt. Aber, wo die Digga... Ja, ich weiß auch nicht. Komisch. Wo sie die ganze Zeit geglaubt hat, musste ich aus der Stunde kurz rausgehen. So für 5 Minuten. Weil das die ganze Zeit hintereinander und er wird die ganze Zeit drücken nehmen. Und dann, er macht das so mehrmals. Ich gehe raus, ich komme wieder rein. Er macht das nochmal. Werd einfach fast die ganze Stunde durchgezogen. Oder das Geld. Ja, okay. Ja, Mann, geile Geschichte. Du wurdest einfach rausgeschmissen, weil du gefurzt hast. Ja. Geil. Ciao. Ciao. Er wurde einfach, Chat, das macht keinen Sinn. Ein Kollege schiebt auf ihn, dass er gefurzt hat und er wird rausgeschmissen aus der Klasse dafür. Weil er furzt im Unterricht, hä? Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, was ist deine Beichte? Also ja, ich bin 13 Jahre. Ja? Männlich. Okay. Ja, und dann? Warte mal. Worauf? So, danach halt, wir haben halt in der Schule einen Dachboden. Da dürfen nur 10 Klassen hoch. Warte mal. Wer fängt seine Geschichte mit danach an? Du hast original noch nichts gesagt, dein erstes Wort ist danach. Echt? Ja, yeah, wonach? Ja, ich hab doch gesagt, dass, männlich, 13 Jahre alt und danach halt. Aber, Digga, okay. Nachdem du männlich 13 Jahre bist, danach, okay, erzähl. Wir haben halt in der Schule einen Dachboden. Bruder, da dürfen nur 10 Klassen hoch. Du machst den ersten Fehler, fängst deine Geschichte mit danach an, okay. Du wiederholst dich und jetzt fängt deine Geschichte mit weil an. Egal, guck mal. Okay. In der Schule haben wir halt einen Dachboden. Da dürfen nur 10 Klässler hoch. Dann bin ich und ein Kollege von mir da hochgegangen mit einem 10 Klässler. Ja. Mein Kollege ist als erstes gegangen. Und dann haben wir halt Pfütze gemacht, zugehalten. Und dann hat er sich halt in die Hose gemacht. Dann sind wir halt so vielleicht eine Minute danach weg nach Hause gerannt. Und dann habe ich halt gesagt, dass es nur der Zehnklässler war. Aber der hat dann halt nicht so eine große Strafe bekommen, weil er ja dann Abschluss hatte. Und ich habe bis jetzt immer noch Angst, dass es rauskommt. Und das war so Anfang des Jahres. Also er hat deinen Kollegen dafür gesorgt, dass er aufs Klo macht, also in die Hose macht. Ja, weil er dann Angst bekommen hat da oben, weil es da dunkel ist. Okay. Ach, warte. Kann ich jemand grüßen? Ihr habt ihn eingesperrt auf dem Dachboden? Ja. Ist das so eins, wo man so eine Treppe runterzieht, zum Hochgehen? Ja, genau, ja. Ihr Ehrenlose. Und wie lange war er da drinnen?
Eine Minute. Und dann haben wir wieder aufgemacht, also aufgeschossen. Dann sind wir direkt nach Hause gerannt. Okay, übertreibt. Nach einer Minute hast du in die Hose gepisst. Mann. Ja, weil er angekommen hat da oben. Junge, da ist so dunkel, ne? Ja, okay, aber eine Minute, ich muss dein Herz. Ja. Ja, okay, geile Geschichte. Mach ich mal grüßen? Ja. Ich grüße den Typen, den wir da oben eingesperrt haben. Okay, fühlt sich gegrüßt. Warum? Ja, und eine Sache noch. Du hast schon mal Bergmann seine Videos geguckt? Ja? Hallo? Hast du schon mal Bergoli seine Videos geguckt? Nein, noch nie. Du weißt ja vielleicht, dass er RP macht, ne? Nein. Also GTA RP. Wer ist Bergoli? Bergoli. Ja, okay. Was? Sag das, was du sagen willst. Du könntest vielleicht als neues Content vielleicht RP spielen und Trolling machen, also Leute nerven. Ja, geile Idee. Mhm. Vielleicht bald. Okay. Bergoli-Chat. Hallo. Hallo. Ich männlich. Ich bin 14. Okay. Und. Warte mal, Bruder. Warte mal. Danke, dass du ein normales Mikrofon hast. Kein Problem. Warte, hast du überhaupt. Du sprichst doch bestimmt mit Handy einfach, oder? Warum ist er jetzt gedeft? Er ist jetzt einfach komplett mute. Full mute. Oh, Entschuldigung. Achso. Sprichst du mit Handy einfach rein? Nein, ich bin mit meinem PC, mit Headset. Achso, okay. Ja, erzähl deine Beichte. PC. Okay, kann ich anfangen? Ja. Okay, ich männlich 15. Beichte, dass ich mit so ungefähr 12, 13, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass ich. Ich höre mich doppelt. Ja, dumm, kannst du mich muten für dich? Checkst du? Ja, okay. Dankeschön. Also, ich beichte, dass ich mal mit 12, 13. was geklaut habe. Was geklaut? Ja. Und dass ich das dann einfach auf meinen Freund geschoben habe. Mhm. Und das einfach im Nachhinein dann aufgelöst worden ist und ich mich entschuldigt habe, natürlich. Achso, du hast deinem Freund was geklaut? Ja, war das eigentlich nicht. Ja, aber was denn? Ja, nein, wir waren im Kiosk und ich habe da was geklaut, so ein Schokoriegel. Okay. Also du hast einen Schokoriegel. Ja, und dann habe ich das einfach auf meinen Freund geschoben und dann hat. Entschuldigung. Also du hast einen Schokoriegel aus dem Kiosk geklaut und das auf deinen Freund geschoben. Ja, und dann hat der halt eine Anzeige bekommen von dem Ladenbesitzer. Und dann habe ich einfach nach irgendwie 3-2 Wochen das gebeichtet der Polizei und meinen Kollegen. Also mein Kollege wusste das natürlich. Mhm. Und dann in der Küche noch weiß ich, mehr war das eigentlich nicht. Ja, aber was hat dann der Kollege für eine Strafe bekommen? Was hätte er für eine Strafe bekommen? Das weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß gar nicht so genau, aber wir waren beide nicht volljährig. Man ist ja erst mit 14 volljährig. Nicht volljährig, aber strafmündig, ja? Ja, strafmündig, Entschuldigung. Ja. Aber danach wurde auch nichts, irgendwie bei mir ist dann einfach nichts passiert. Die haben einfach mit uns gesagt, dass wir aufhören sollten, sowas zu machen. Okay, ja, dann ehrenvoll, dass du es wenigstens gesagt hast. Dankeschön. Darf ich noch jemanden grüßen? Klar. Grüße geht raus an Hamed, sein Friseur, du machst einen guten Job. Ich grüße deinen Herz, Bruder. Ehrenmann. Hi, ja, rein, danke. Ja, okay. Johann. Hallo? Hi. Hi. Also, meine Beichte ist. Wie alt bist du? Soll ich wirklich richtiges Alter verraten? Ja, sag richtiges Alter. Okay, ich bin 11. Hä? 11. Digga, der war zu. Jung, Alter, Bruder, mein Mods. Am Ende sagt er irgendwie, Bruder, das ist ein 11-jähriger Junge, der wird das bereuen, was er sagt. Hallo? Hallo? Hallo, Hamel. Boah, ich hab mich doppelt. Ja, du musst mich muten hier in Discord oder irgendwie so. Egal. Ich bin nämlich und kann ich zwei Mächte sagen? Oder nur eine? Sag erstmal die krasse auf jeden Fall. Ja, okay. Ich war mein Kind und wir sind halt in Arm gefahren und da wo man runtergeht, habe ich. Warte mal ganz kurz. Ja? An meine Mods, wer macht das gerade? Kanada? Komm mal kurz hoch, an den Mod, der das gerade macht mit dem Verschieben und so. Ja, sag mal kurz. Wo warst du? Kanada, kannst du mich muten, während die Beichten erzählen? Geht das irgendwie? Du kannst auch hier drin bleiben. Ah, nee, oder hörst du die gerade an?
Wir haben gerade unten einen, aber ansonsten. Ja, wieso bin ich so übersteuert? Ja, kann einer Nighty oder so kurz mich muten immer während die reden, damit die sich nicht doppelt hören? Ja, Nighty kann das machen. Okay. Ich zieh Nighty hoch. Ja. 9 Uhr. 9? Hä? 9 mm. Kompletter Symbol? Also Ball? Ja. Soll ich jetzt eine Antwort machen? Ja, du kannst sagen. Nighty. Okay. Ich war in Iran und wir waren halt in Flugzeug und da, wo man runterfliegt, habe ich richtig gefeuert. Ja, die so richtig. Und vor mir waren halt nur zwei Frauen und genau wo ich gefunden habe, die haben so ihre Hände vor den Dings gedrückt und gesagt, ah, wer war das? Also, dann habe ich halt selber genauso gemacht. Ich habe es meine Hand vor mein Dings nicht gemacht und so gesagt, ja, Junge, wer kurz und so. Ja, du hast halt so krass gefurzt, einfach. Ja. Ich hab das halt auf jemand anderes geschoben, der neben mir saß. Ja, Mann. Geil, Alter. Und geil. Kann ich auch die Links erzählen? Hä? Kann ich auch eine andere erzählen? Ja, erzähl noch die andere. Okay. Warte, aber das war jetzt die krassere, dass du einfach einmal gefurzt hast. Ja. Wow, ja, erzähl mal die andere, die nicht so krass. Okay, die andere ist okay. Erzähl mal die nicht so krasse Geschichte, bitte. Ich war in Paris und waren halt so Eiffeltürme. So diese kleinen, weißt du. Mhm. Und die waren halt richtig teuer. Und ich hab mir der Mutter gesagt, ich will so ein Ding haben von Eiffelturm. Mhm. Meine Mutter meinte, nein, das ist unbedingt und so. Und ich war klein, hab das nicht verstanden. Ich wollte unbedingt einen haben. Weil die waren zu teuer. Ja. Dann habe ich mir einen genommen und bin einfach rausgegangen. Einfach rausgegangen, ich habe mir geklaut. Du hast einmal geklaut quasi. Ja, und ich fand das richtig schlimm, ich hatte nicht Angst. Und da waren wir halt nur im Park. Ja, Mann. Und ich habe meiner Mutter so erzählt, oh mein Gott, ich habe mir diesen Eiffel von und das war halt genau der gleiche Name, den Laden, weißt du? Mhm. Ja, so richtig auffällig. Man könnte das nicht auch wieder machen. Du hast einmal geschrien, dass du den Eiffelturm geklaut hast. Nein, ich hab getan, als ob ich ihn gerade gefunden habe hier im Park. Achso, deiner Mutter? Ja, ja, ich hab dir das jetzt. Aber hat sie überhaupt Geld? Hä? Hat sie überhaupt Geld? Nein, ich hab dir geklaut. Ja, ich weiß, aber deiner Mutter, woher sollte die weiß auch, dass du kein Geld hast? Nein, ich hab gesagt, ich hab ihn gefunden gerade hier im Park. Achso, du hast deiner Mutter gefunden. Aber es war halt der gleiche, der im Laden war. Ich werde kannst du nicht kaufen. Deswegen war das auch, ich hab das direkt gemerkt. Und dann dachte ich halt so, bis ich 14 war, dass ich vom ganzen Paris gesucht werde von den Polizisten und so weiter. Da musste ich nicht Angst machen, wenn ich das immer zwei machen. Paris meistgesuchter Krimineller. Ja. Okay, geile, das war eine geile Geschichte. Ja. Besser als die mit Forts. Perfekt. Und wie geht's dir so? Ja, gut. Und dir? Warum machst du kein Tape-Affekt? Ich mach nie, also ich hab früher Tape-Affekt gemacht. Abwechslung. Ah, abwechselnd. Ja? Ja. Aber du musst halt auch einen Programm machen, ne? Ja, mach ich ja. Ist das nur ein Strich? Ja, der weg, ja. Du weißt doch. Ja, das, was war's eigentlich? Ja, Mann. Hallo, Hamel? Hallo? Hört man mich gut? Man hört dich sehr gut. Sehr gut. Ja. Denkst du denn mit, ich kann auch anderes Mikrofon benutzen? Nein, ist okay. Ich habe ein anderes. Nein, passt so. Okay. Also, denkst, ich habe mal bei einem Freund übernachtet. Mhm. Und wir haben halt so mit Wasser gespielt. Ja. Und das Wasser war halt so ein bisschen kalt. Und ich war da so ein bisschen empfindlich. Mhm. Und ich habe mir dann halt nicht aussehen in die Hose geschissen. Also in die Unterhose. Okay. ja, aber es war mir ein bisschen peinlich. Ja. Ich habe es ihm dann nicht gesagt. Und ich habe nicht gewusst, wo ich meine Unterhose hin tun soll. Deswegen habe ich die ausgezogen und habe die halt in seinen Schrank reingetan.
Du hast deine Unterhose, die vollgeschissen war, in seinen Schrank reingetan. Ja, genau. Und dann ist das rausgekommen? Ja, erstmal als ich weg war. Ja, okay, geil. Ja, danke. Nice, nice, nice. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, darfst du? Wann hast du dir zuletzt in die Hose geschissen? Boah, ist sehr lange her. Gestern onstream. Mir ist aber gerade eingefallen, jetzt wo du das erzählt hast mit dieser Geschichte, wo du heimlich was getan hast bei einem Kollegen, dass ich mal bei einem Kollegen, bei dem wir immer gezockt haben, mal so ein Spielzeugauto kaputt gemacht habe oder irgendwie sowas. Und er wusste auf jeden Fall, ich habe damit gespielt. Und dann habe ich aber so getan, als ob ich nicht wüsste, dass das kaputt ist. Und habe es einmal wieder zurückgelegt. Und beim nächsten Mal, als ich dann bei ihm war, ich wusste ganz genau, dass es kaputt ist. Ich extra zu ihm gesagt, ja, wo ist das und so, ich will damit spielen. Und er meinte dann so, ja, ach so, das ist kaputt und so. Ich dachte, du hättest es kaputt gemacht. Ich so, nein, Bruder, ich wusste ja gar nicht, dass es kaputt ist. Und so habe ich mich einfach rausgeredet. Das war der Trick 17, Chat. Einfach so zu tun, als wüsste ich nicht, dass es kaputt ist und extra danach fragen, um damit zu spielen. So habe ich mich rausgerettet aus der Situation. Ey, krasse Story auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr krass. Ja, Mann. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja. Ich grüße meinen Kollegen Sami. Sami? Sami. Okay, Sami, fühl dich gegrüßt. Grüß dich, deine Schwester. Hallo? Hallo? Was geht ab? Was geht ab? Jo, ich bin, ne? Dann hört doch jetzt nicht. Ich war so in der Grundschule und da war so ein Mädchen, ich hatte mit der Stress. Die war auch älter als ich. Ich glaube so 5 Jahre. Dann habe ich gesagt, so soll ich ihn in die Fresse schlagen? Dann hat sie gemacht und dann habe ich ihn in die Fresse geschlagen. Und dann hat ihre ganze Nase voll. Und richtig Angst bekommen. Du hast ein Mädchen geschlagen und der geblutet aus der Nase. Ja. Ich war dann noch richtig jung. Ja, okay, Bruder, sowas macht man auf jeden Fall nicht, ja? Ja, ich weiß. Ich auch. Ja, wenn du draus gelernt hast, immerhin etwas. Ja, Mann. Ja. Ich habe auch gelernt, dass Ronaldo-Fan sein muss und auch viel gelernt. Du hast gelernt, dass Ronaldo-Fan was? Dass man Messi-Fan sein soll. Ja. Ich war mal Messi-Fan. Aber das Komische ist, du hast ein Ronaldo-Profilbild. Also, was? Du hast ein Ronaldo-Profilbild. Ja, ich war Messi-Fan. Hab draus gelernt und bin Ronaldo-Fan. Schmeiß ihn raus. Er ist raus. Hallo? Hallo? Ich bin 15 und weiß, ich wurde nach der Schule halt gekampft. Gekampft heißt so, also ich wurde raubmäßig. Ich bin raub, okay. Nach der Schule so in Englisch, Englischstunde war fertig, ich laufe nach Hause, Richtung Park. Und dann kam so ein Typ aus, nicht aus dem Bus, der war so gekleidet, kam ziemlich an, kommt so. Auf einmal, der hält mich so fest. Ich dachte so, was passiert hier? Ja. Ich guck so nach links, rechts. Das war ein Park, ne? Keiner war da. Ich habe so ein paar Leute so ein paar Meter weg gesehen, so. Aber ich konnte nicht rufen, weil der Typ hat Messer so gezogen, so mäßig. Der hat seine Hand war in Hosentasche. Ich dachte, er zieht Messer. Ich pass auf. Ich sag so, ja, was ist los, was ist los? Er sagt so, gib mir dein ganzes Geld. Dein ganzes Geld, alles, was du hast. So. Ich sag, Bruder, beruhig dich, weil ich wollte nicht Ärger haben, ne? Ja. Hab gesagt, okay, das ist alles in meiner Tasche. Ja. Er hat gesagt, hol schnell raus. Ich nehm so Tasche raus, mach auf. Er sagt, geh mal weg. Und weh, du rennst. Und dann öffnet er die Tasche, so rein, überall. Und sagt, aha, okay, guck mal. Also, er hat die Tasche gefunden, er macht auf. Da waren 20 Euro drin, ganz normal halt, ne? Hat rausgezogen, hat gesagt, Mann, ey, ich weiß, heute ist Ramadan, aber kann man nichts machen, ich bin jetzt weg. Und wie du sagst, das der Polizei. Aber er hat halt komplett kaputt an und ich konnte nichts hören, so. Hören, also sage ich, sehen. War das jetzt vor Ramadan? Ja, und ich halt wieder nach Hause gegangen. Polizei gesagt, aber Polizei konnte nichts machen, so. Ja, ja, ja.
Und dann? Das war vorgestern sogar. Vorgestern wurdest du geraubt, oder? Was vorgestern? Ich meine vorgestern, sorry. Ja, und dann Polizei kontrolliert worden. Und was war da? Was wurde dir alles geraubt? Ich hab ja sein Gesicht noch nicht gesehen und so. Nein, ich meine, was wurde. Ja, Geld, Bankkarte, Also nur Portemonnaie oder auch Handy? Kreditkarte, also was Kreditkarte? Ich meine, diese Dings, Krankenkassenkarte. Ja, Handy wurde auch noch gar nicht. Stimmt, Handy. Handy wurde auch noch weggenommen, aber da war halt nichts drin, das ist halt einfach mein Handy. Ja, okay, hast du Ersatzhandy? Aber ich hab so Ersatz bekommen. Ich hatte noch ein altes von meinem Baba, hab ich schon mitgenommen. Okay. Sehr korrekt von ihm. Ja, boah, Digga, geisteskrank. Sei ehrlich, hast du Angst in dem Moment, dass dir irgendwas passiert? Ah, das war halt meine Story. Ja, hast du Angst in dem Moment, als du beraubt wurdest? Junge, ich hab mir die Hosen gepisst. Richtig krank. Ich hab gezittert, so, ich dachte. Ich dachte so, man denkt ja so normalerweise, wenn dann so eine Situation kommt, man schlägt den, man zeigt, man boxt den so. Mhm. Aber nein, Junge, meine Beine haben gezittert, ich konnte nicht mehr so denken, so. Ja. Ich wollte einfach so entspannt rauskommen. Entspannt. Ich glaub dir das. Du warst bestimmt in so einer Schockstarre mäßig. Ja, genau so. Also man denkt so als Zuschauer, hä, so, ja, aber genau so war das, genau so. Ja, kann ich mir vorstellen, Digga, das ist echt, echt scheiße. Du wurdest auch schon mal, ist auch schon mal Kollegen. Bei mir zum Glück noch nie passiert. Ist dir schon mal passiert? Mir, oder? Eben, bei meinem Friseur wird das nicht passieren. Ja. Hast du schon mal gemacht? Nein. Ja, okay, Bro, willst du noch irgendwas sagen oder so? Ich muss dir ehrlich sagen, dein Friseur ist ein korrekter. Ja, ist dein Herz, Bruder. Der Beste in Paderborn. Dein Friseur ist so ein Süßer, ne? Ich bin die ganze Zeit. Jetzt übertreib nicht, es geht in die falsche Richtung. Boah, ich brauch einen Hocker, das kriegt gleich. Ja? Soll ich die Schule nehmen? Sag mir, wo bleib ich sitzen? Hier direkt Küche. Hallo? Das ist direkt hier das Zimmer daneben. Ja, hallo? Rechts, links? Links. Ich bin männlich. Ich bin 16. Ja? Und vor 3 Jahren war ich auf Klassenfahrt. Ja, okay. Mit einem rassistischen Lehrer. Mit deinem rassistischen Lehrer? Ja, der meinte immer so zu uns Abu Chaka Clan oder so. Okay. Ja, auf jeden Fall. Wir waren Klassenfahrt und es war so 3 Uhr oder so. Ja. Und mein Freund Abdul, der kam auf so eine komische Idee. Der hat Rasierschirm dabei gehabt. Ja. Ich muss dir vorstellen, mein Lehrer hat eine Glatze. Wir haben uns dann in sein Zimmer reingeschlichen. Kennst du Smack, hä? Wir haben so richtig auf seinen Kopf geklatscht und so, und dann sind rausgerannt. Der wusste genau das, wie das wird. Der hat uns alle nach Hause geschickt. Und es war vor 3 Jahren, ne? Mein Vater, der war so, weil der mag das nicht, wenn man so Faxen macht. Der hat mir dann genau, das war an diesem Abend, der hat mir eine Glatze geschnitten. Dann hat er mich mit diesem Rasierschaum geschlagen. So auf meinen Kopf geklatscht. Ich spüre diese Schmerzen bis heute. Du hattest eine Glatze. Ja, und danach. Ich war eine Woche in der Schule oder so. Boah, Digga, das ist eine kranke Geschichte, ich sag dir ehrlich. Smackcamp bei der Glatze vom Lehrer schon krass. Ja, weil der war rassistisch und so, deswegen. Und da hat dieses Wort nicht mehr ganz Smackcamp. Mhm. Ja, das war's eigentlich. Darf ich mir jemanden grüßen? Ja, natürlich. Ich grüß Gio, ich grüß Vedo, ich grüß Hamed. Ey, wow. Auf, ciao. Ciao, mach's gut. Hallo? Hallo? Ja, hi. Ich bin männlich und 15. Männlich und 15? Ja, genau. Mhm. Ja, meine Beichte mit der Schwester von meinem Kollegen geschlagen. Sorry, ich bin ein bisschen nervös. Nicht schlimm. Ja. Also, halt im Sommer so. Wir waren alle bei ihm im Garten. Ja, er hat so cool. Und dann bin ich halt Badezimmer gegangen, wollte mir Badehose anziehen, dann ist seine Schwester gekommen, hat geklopft, hab aufgemacht und ja, dann ist die Polizei gekommen und dann haben wir halt sowas. Also was? Dann haben wir halt, sie hat mir dann auf der Toilette da eingeblasen. Okay, ja, Bro,
Bruder, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber okay. Die Schwester von einem Kollegen. Ja, ja. Und dann, was dann passiert? Ja, also dann bin ich halt runtergegangen, sein Gang, dann also er weiß es bis heute, er weiß es heute nicht. Und ich hoffe, er sieht das jetzt auch nicht. Ja, besser für dich. Boah, das ist ja sehr riskant, was du hier machst. Ja, ich sag dir ehrlich. Ich weiß, aber ich habe mir gedacht, wenn er das jetzt hier sieht, dann ist es nicht so schlimm. Weil dann erfährt er es nicht. Bruder, dann ist es noch schlimmer, als wenn du es dem immer. Egal, ja, okay, ist egal, ist egal. Ja, und kann ich noch eine Frage stellen? Wie alt warst du, als du dein erstes Mal hattest? Wie alt warst du, als du dein erstes Mal hattest? 18 und ich hatte auch nur einmal. Ah, okay. Ja. Da ich noch jemanden. Wer? Ja, auf jeden Fall. Paul und Nico und dein Friseur, der. Also, ich habe ihn auf Instagram gefolgt. Ich habe gesehen, er schneidet richtig gut. Boah, genau so. Ausrufezeichen. Link von meinem Friseur einmal in Chat, Mods. Wer war das? Hast du es gehört? Mädchenstimme noch bei ihm. Hallo? Nein, wie war das? Ja, hallo? Hallo, Ahmed? Was geht? Ja, nicht bei mir. Also ich bin 18 und ich weiß, dass ich immer noch nach einem halben Jahr auf meine Ex-Freundin stehe. Was ist? Ich weiß, dass ich nach einem halben Jahr immer noch auf meine Ex-Freundin stehe, die mir fremdgegangen ist. Hast du Schluss gemacht wenigstens? Und das Ding ist, ich hab sie dabei erwischt, okay? Und ich wollte die Beziehung erstmal behalten. Wie hast du sie erwischt dabei? Ich hab mich heimlich in ihr Account eingeloggt, okay? Bei Insta? Und dann hat sie gesagt, warum du traust du nicht? Und dann, ja, Schluss gemacht. Und dann? Ja, nicht, Bruder, danach warst du falsch. Jetzt ist sie klar und glücklich mit was? Was? Du hast aber Schluss gemacht, oder nicht? Nein, weiß nicht. Oder sie hat Schluss gemacht, obwohl du sie beim Fremdgehen erwischt hast und du vermisst sie immer noch? Ja, voll. Oh, das ist hart, sag dir ehrlich. Das, du tust mir leid. Darfst du eine Frage stellen? Ja, Bruder, mach. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon Tipps für. Hast du irgendwelche Tipps, um drüber wegzukommen? Tipps, wie man drüber hinwegkommt. Hast du verstanden? Tipps, wie man drüber hinwegkommt. Ach so, ja, Bruder, konzentrier dich auf dich selbst. Konzentrier dich auf dich selbst, Bruder, das ist sehr, sehr wichtig. Und mach dein Ding. Verfolg deine Ziele, Bruder. Mach was mit deinen Freunden, mit Familie und sowas. Und dann geht das automatisch, Bruder. Zeit heilt alle Wunden. Und wenn sie es nicht war, Bruder, dann sollte es nicht sein, Bruder. Dann wartet die Richtige noch. Und Bruder, danke. Glaub mir, das war nicht die Richtige, Bruder. Das war nicht die Richtige. Warum, Bruder? Gemütlich? Nein. Hallo? Hallo? Ja, erstmal. Servus. Servus. Wie geht's euch? Boah, ist das nicht sehr gut. Und dir? Er hat uns gefragt. War schon, mir geht's gut. Also, ich bin männlich, 16 Jahre alt. Ich bin Russe. Mhm. Oh. Hört man ein bisschen. Ich habe zwei Beichten. Einmal die erste Beichte ist 8 und 9. Wir haben immer Verstecken mit Abklatschen gespielt. Und ich hatte mal Angst, dass ich gefunden werde und dadurch habe ich mir immer in die Hosen gepisst. Es ist unglaublich, ja, okay. Was ist die andere Beichte? Paruski, Panimaisch. Und die andere Beichte ist, ich hatte einen guten Freund, der war Pole. Okay, ah oh, nein. Und der hatte einen großen Bruder, der hat immer so Pokémon-Karten und so andere FIFA-Karten und so weiter gesammelt. Ja. Und also heute würde ich sowas nicht mehr tun, aber ich habe ihn immer abgezogen und halbe Stapel immer so mitgenommen. Du hast einen Polen beklaut? Stark. Ja. Boah, was? Das habe ich noch nie gehört. Okay, krass. Du hast einfach seine Pokémon-Karten abgezogen? Ja. Und was hast du damit denn gemacht? Einfach behalten? Einfach nur für dich abgezogen? Oder was hast du damit gemacht? Ja, einfach für mich und mein Bruder abgezogen, haben wir mit ihm gezogen. Okay, krass. War das dein Kollege? Nein, ne? Auch von meinem besten Freund, der Bruder. Von deinem besten Freund, der große Bruder? Ja. Boah, Digga, das ist hart. Weil, wusste das dein bester Freund? Nee. Die wussten das beide. Korrekt. Shit. Kann ich noch jemanden grüßen? Mhm. Ich grüße Berkoli, geile Sau. Mhm. Und Laso. Gechillt. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Gechillt, bra. Mhm. Zwei gute Jungs. Ey, Vedo, glaub mal, ne? So weit waren wir noch nie mit dem Timer.
Der war noch nie auf 3 Stunden 16. Das ist echt geil. Ja, hallo? Hallo. Also, ich bin 15, männlich und Schweizer. Boah. Also meine Beichte ist... Warte mal. Wer? Wer hat gefragt? Nein, wer hat gefragt, ob du Schweizer bist? Ja, niemand. Ja. Einfach wenn man hochhält. Ja? Also, es war in der 7. Klasse im Lockdown. Wir waren mit der Klasse laufen und ich muss halt übel scheißen. Mhm. Also ich habe gewartet, alle meine Klassenkameraden durchgelaufen sind. Oder diese Geschichten fangen alle gleich an. Okay, erzähl weiter. Ja, und danach habe ich daneben ins Bad geschissen. Neben ins Bad geschissen? Nein, ins Bad. Oder ist es wenigstens weggegangen? Keine Ahnung. Achso, ja, okay, ich verstehe. Du bist also einfach rausgegangen danach. Ja. Ja, nice, Bruder. Ja. Hast du keinen Ärger bekommen oder so? Oder ist es aufgefallen? Nein. Ist auch keinem aufgefallen, dass das Scheiße im Bad lag? Nein. Nice. Danke auf jeden Fall, dass ich so viele Scheiß-Stories sein konnte. Ja, ja, weil du darf heute auch sehr, sehr viele Scheiß-Stories hören. Ja, hallo? Hi. Bei uns war es quasi so, auf Abschlussfahrt, wir mussten um 10 in unseren Hütten sein. Warte, darf ich dich was so fragen? Und die Lehrer sind dann irgendwann so gegen 11 oder so, sind die pennen gegangen. Ja. Hä? Musstest du aufs Klo? Nö. Achso, ja! Okay, erzähl die Story. Und die dachten quasi alle, dass wir dann auch schlafen gegangen sind. Und dann irgendwann so gegen 3, 4 Uhr nachts sind wir halt irgendwie so ins nächste Dorf gegangen in Italien. Mhm. Und haben da ein bisschen was getrunken und so. Und die denken halt bis heute immer noch, dass wir nichts gemacht haben. Ach, ihr wollt heimlich trinken? Genau. Ja, das habe ich aber auch schon mal gemacht in Spanien beim Fußballturnier. Also heimlich. Oh, was wild. Da hatte ich Geburtstag, ich weiß, Geburtstag nachgefeiert. Nee, da hatte ich sogar, glaube ich, ja. Nice. Ja, perfekt, wir haben schon klar übrig noch. Warte mal, ihr habt getrunken, wie alt wart ihr da? 15, 16, also. Boah, ja, okay, ein bisschen zu früh, ne? Ja, aber gut. Also, solange ihr auf euch aufgepasst habt gegenseitig? Ja, waren alles hell. Besser also, ist. Passiert auch. Besser ist. Hallo? Hallo? Mein Name ist Robin, ich bin 12 Jahre alt und meine Beichte ist, Klassenfahrt. Es war schon so ein Uhr nachts. Mhm. Und dann haben wir unsere Freunde uns so gerufen. Was habt ihr, eure Freunde? Haben Flaschen drehen und sowas gespielt. Nicht. Was habt ihr? Und dann sind wir halt nach dem Zeitpunkt hingegangen, haben ein bisschen Scheiß gemacht, haben rumgespielt und so. Und dann kamen die Lehrer und das Zimmer kurz machen und dann haben wir die Leute das Zimmer ganz einfach versteckt. Was habt ihr versteckt? Wir haben unsere Freunde im Zimmer versteckt. Also ihr habt quasi einfach länger gemacht, als ihr durftet und eure Freunde sind in eurem Zimmer geblieben? Ja, wir haben die dann noch versteckt. Ja, versteckt, ja, okay. Das war die Beichte? Ja. Boah, Bruder, manche Leute haben echt sehr krasse Sachen erlebt in ihrem Leben, ja? Respekt. Er hat einfach seine Freunde während der Klassenfahrt bei sich im Zimmer versteckt, Chat. Aber nice. Ach so, darf ich noch jemanden wissen? Ja klar, die Freunde am besten. Ja, ich grüße dich. Ja, John und Tim. Schöne Grüße, Jungs. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo. Und ich beichte das. Warte, Walid. Ja. Bist du Nordafrikaner? Ja. Ja, warte, red mal ein bisschen auf deiner Sprache. Kann ich nicht. Ja, bist du, warte mal. Red mal ein bisschen auf Deutsch, einfach ein bisschen, sag mal ein bisschen was. Ja, was geht ab, Ahmed? Ich bin Walid. Sag mal eh Allah. Was? Sag mal eh Allah. Eh Allah. Bist du Marokkaner? Ja, ich bin Marokkaner. Ja, okay, erzähl die Story, Walid. Ich beichte, dass ich mit Kollegen auf Klasse fahre. Ja. Und dann haben wir gewartet, dass alle Lehrer schlafen sind. Mhm. Da sind wir bei Klassenkameraden ins Zimmer gegangen, haben da ein bisschen getrunken. Und dann sind wir bei unsere Lehrer hat immer gegangen. Aber er ging natürlich ganz egal. Also wir sind immer gegangen. Mein Kollege ist halt gegangen. Und wir hatten so einen Türgriff, das konnte man mit einem Zettelstück aufmachen. Da haben wir den aufgemacht. Meine ganze Klasse hat nackt gesehen. Deine ganze Klasse was? Die ganze Klasse nackt gesehen. Du hast deine ganze Klasse nackt gesehen? Nein. Also mein Kollege war nackt. Und meine ganze Klasse hat nackt gesehen. Wie das denn? Ja, wir waren duschen. Und wir haben jeden ins Zimmer reingeholt. Dann haben wir diese Tür aufgemacht mit so einem Zentstück. War so ein. Erklär, ich hab's nicht verstanden. Die haben irgendwie alle in sein Zimmer reingeholt, der war am Duschen und hatte die Tür aufgemacht. Ah. Du hast ihn quasi verarschmäßig. Ja. Und was er da drinnen gemacht hat, also, das war echt krass, was er da drinnen gemacht hat. Nein! Doch, kannst du dir denken. Boah, du hast ihn auseinandergenommen.
Der arme Bruder, Deadgold. Aber der hat mich gesehen. Seid ihr noch befreundet? Nein, nein. Der wundert mich. Der wundert mich auch nicht, ja. Das war meine Beichte. Kann ich mal noch grüßen? Bruder, ich hoffe nicht ihn. Nein, nein. Ja, besser ist ja okay. Ja, mach. Ich grüße meinen Kollegen Hassan und ich grüße mich selber. Mhm. Ich liebe dich, Hammel. Ich dich auch. Bleib so, wie du bist. Word it. Hör auf, Leute zu verarschen. Ich versuche. Ja. Weißt du, die marokkanischen Künste sind halt da, weißt du. Ich bin Jan, 19, und ich beichte, dass ich mit dir Mob bin, und ich würde eigentlich nur die anderen grüßen. Was ist? Ja, hallo, hallo? Hallo, hallo, Hamid, bist du da? Ja. Ja. Soll ich meine Beichte droppen? Ja, drop deine Beichte, kann er da. Okay, kann. Boah, mir fällt auf Aufgaben ein. Gut. Ich, 19, beichte, ne? Ja. Ich mod bei verschiedenen Streamern bin. Und. Du bist mod bei mehreren Streamern, ja. Unter anderem. Wie zum Beispiel bei mir. Ja, wie zum Beispiel bei dir, genau. Ich beichte, dass dein Chat sehr, sehr gut ist. Dass mein Chat sehr gut ist? Ja, dein Chat ist besser als bei anderen. Zumindest zum Mod, weißt du? Bei wem bist du noch mod? LaserLuca, Selfie Sandra, Discord mod bei Amar, Edda Elisa. Dann Loyal, Marvedi, Wiesen. Ja, ein paar. W's in den Chat, Jungs! Aber warte, war das ernst gemeint oder gelogen? Du musst gelogen. Ich muss tatsächlich ein bisschen grausam, was die Dinge haben. Aber mal, ich liebe euch alle Chat. Das ist der schlimmste Chat, den es gibt, oder nicht? Das ist tatsächlich ein sehr schlimmer Chat, ja. Das, ich weiß ja ganz genau, das aber sehr aktiver Chat, oder? Extrem aktiv, ja. Ja gut, das war's eigentlich. Ich wollte ansonsten nur nochmal Mighty grüßen, weil die sowieso toll ist. Ja, mach mal. Ja, Mighty, grüß dich. Kuss. Danke. Mighty, kannst du vielleicht eine Beichte droppen? Ich hab für danach gemacht, deswegen bin ich hoch. Was? Drop eine Beichte. Als ich 6 oder 7 war, habe ich mal einen Kollegen so eine... Warte, ich muss erst sagen, wie alt du bist. Achso, ich bin Igor, bin 18 Jahre alt, männlich. Und als ich 6, 7 Jahre alt war, habe ich einen Kollegen in so eine Star Wars Figur abgezogen, die mittlerweile fast so 200 Euro wert ist. Was? Ja, und ich wusste das nicht. Er hat immer so ganz mal Lego gespielt und ich wollte ihn unbedingt haben, weil er so cool war. Das war dieser Grievous oder wie der heißt, mit diesen 4 Armen, dieser Roboter. Ja. Ich fand ihn so cool, ich wollte ihn haben. Hab ihn einfach abgezogen. Hast du ihn immer noch? Irgendwo, ja. Korrekt. 200 Euro, Digga, such mal. Ja, ich glaube, das ist aber kaputt. Ich habe damals, ich weiß noch, bei so einem Gewinnspiel von so einer Seite mitgemacht, wo ich das erste Mal in meinem Leben etwas gewonnen hatte. Und das war dann einfach so ein Kylo Ren Lichtschwert. Ich habe es für 160 Euro verkauft. Okay. Ich habe nur mitgemacht, ich wollte das Laserschwert gar nicht haben, ich wollte es einfach nur verkaufen. Und ich habe es einfach gewonnen. War das so ein Lego-Ding oder? Nee, es war ein richtiges. So ein Plastik? Ja. Kannst du so leuchten? Ja, es konnte so leuchten und so alles. Boah, ist geil. Es war so ein Dreizack, so nach rechts und links war auch ein bisschen. Ah, von Kylo. Ah, ja, Kylo Ren Lichtschwert. Boah, ist weg. Ja, Mann. Und da hatte ich noch kein Geld und so, da habe ich mir damit Schuhe gekauft. Welche hast du dir geholt? Air Max 97er. Sagt mir absolut gar nichts. Ja. Boah, ja, wenigstens hast du das Geld. Nicht so wie ich. Was haben wir denn Mods? Ihr kriegt genug. Du wirst. Hopcorn? Ja. Ich heiße Leo. Boah, du musst deinen Namen nicht sagen, ne? Cardoni für 50 Bits. Hamid Icon will verhindern, dass du nicht dabei bist. Ich habe es auf TikTok gesehen, habe dich damals in der Grundschule immer Sachen geklaut, so zum Beispiel Lego und so. Wie alt bist du? 13. Okay. Ich habe damals immer Lego und Spielzeuge so geklaut aus der Grundschule, weil ich das halt alles haben wollte und ich dachte, ey, das wäre cool. Ja. Du hast Lego geklaut aus der Grundschule? Ja. Hast du es einfach nur für zu Hause oder hast du dann noch... Nee, ich hab's einfach geklaut, hab's mitgenommen und damit gespielt. Aber meiner Mutter erzählt, dass ich draußen gefunden habe. Mhm. Und irgendwann wurde das okay, dass meine Mutter halt sauer geworden ist und aufgefallen ist, dass ich das geklaut habe. Ja. Ja, eigentlich schmerzt es nicht zu sein. Okay. Okay. Ja, nice. Ja, viel Spaß auch, ne? Ja, danke. Ja.
Hau rein. Ciao. Hallo, Hami donatet 95 Bits. Hallo, gib Vigi Trinkgeld, sonst komme ich. Normal, oder? Immer. Hallo. Hamed? Ja? Also meine Beichte, als 10 war, hat Bock auf Schule und bin einfach, also hab einfach die komplette Flasche Seife getrunken. Ich habe eine Lebervergiftung danach gehabt und war ein Jahr im Krankenhaus und habe eine Leberspende bekommen. Bis heute weiß ich nicht, dass ich Seife getrunken habe. Du hast eine ganze Flasche Seife getrunken? Ja. Stopp. Kann ich jetzt eine Frage stellen? Ja, warte. Okay, also, Nighty, wie geht's dir so? Ich bin depressiv. Warum? Weil... Hat dich deine Freunde verlassen? Welche Freunde? Deine Freundin. Welche Freundin? Keine Zeit. Okay. Stell deine Frage. Also, was war das Schlimmste, was du jemals in deinem Leben gemacht hast? Das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe? Ja. Bruder, das sind immer so scheiß Fragen. Jetzt muss ich 10 Jahre überlegen, Bruder. Ja, okay. Ja, du musst mich beantworten. Kann ich jemanden grüßen, mein Vater? Ja, grüß jemanden. Okay, ich grüße Arne, den Gaylord. Meint er mich nicht? Ich glaube, wenn man irgendwie anders... Ja, so Arne.